Wir spielen heute jetzt nämlich Hollow Body. Quasi ein sehr Silent Hill inspiriertes Spiel, ist aber brandneu, ist vor ein paar Tagen erst erschienen. Habe ich schon lange auf meiner Wunschliste, hat mich sehr interessiert, ein Survival-Horror-Spiel, ein psychologisches Survival-Horror-Spiel, das auch nicht sehr lange sein soll. Es bezeichnet sich selber zumindest als Kurzgeschichte. Bin ich sehr gespannt, wie lange uns das begleiten wird und ob wir es vielleicht in einer Sitzung sogar schaffen. Ist sehr gut bewertet und ich bin sehr gespannt drauf. Habe ich wirklich Bock. Und weil das eben in so einer Cyberpunk-Welt spielt, in so einer ja, düsteren Version. Ja gut, Cyberpunk ist immer sehr düster eigentlich, ne? In der Regel. Aber eben auch so ein Survival-Horror-Spiel, das habe ich eben Silent Hill 2077 genannt, um die Frage von vorher zu beantworten. Du hast es schon sehr lange auf deiner Wunschliste, obwohl es erst vor ein paar Tagen erschienen ist. Wie geht das denn? Naja, weil auf Steam kann man Spiele schon auf die Wunschliste, also wortwörtlich auf eine Wunschliste setzen, die noch nicht erschienen sind. Das sind quasi angekündigte Spiele, die haben dann teilweise ein Erscheinungsdatum. Manchmal steht da auf, auch Ankündigung folgt oder erscheint bald oder 2026, keine Ahnung. Aber Spiele können schon sehr viel früher als die Releasen einen Eintrag auf Steam haben. Und dann setze ich die eben wortwörtlich auf meine Steam-Wunschliste. Von der Wunschliste habe ich gerade geredet. Und da ist das drauf gewesen, schon lange. Mit ein paar anderen Spielen. Ich habe witzigerweise Hollow Body auch immer wieder verwechselt im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit Unicorn, wie heißt es, Unicorn Overdrive oder so ähnlich, das auch ein Survival-Horror-Cyberpunk-Spiel ist mit einem ähnlichen Stil, das aber eher vom Gameplay her und vom Figuren-Gegner-Kaputt-Schießen her eher an Resident Evil 4 erinnert. Aber das erscheint erst noch. Unicorn Overload. Overload ist es nicht. Wie heißt es denn? Samurai Unicorn. Genau. Samurai Unicorn. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das, ich schau mal schnell auf Steam, ob das da schon Datum hat. Nee, bevorstehende Ankündigung. Also lange wird es nicht mehr dauern. Aber ja, genau. Heute noch nicht Samurai Unicorn. Heute erstmal Hollow Body. Sodala. Hallo an alle, die jetzt noch gekommen sind. Was geht? Jo, okay, Leute. Dann würde ich fast sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich nehme noch meinen ordentlichen Schluck Holy Energy. Ich muss mal gucken. Ich habe immer einen Eistee und einen Energy Drink für so einen Stream. Eldon Camillo Justrisabt vor 16. Eldon Camillo, danke schön. Sehr nett von dir. Und ich vergesse dann immer, was in welchem Becher ist. Das ist der Energy Drink. Gut, mit dem will ich eigentlich anfangen. Hast du zufällig von Holy die Hitchies-Sorten probiert? Die Hitchies? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ach so, ja, die Kooperation mit dem Süßigkeitenhersteller. Ja, klar, die habe ich. Die habe ich alle drei da. Ja, die habe ich probiert. Also die kenne ich. Die sind auch gut. Vor allem blaue Drachenzunge, was du gerade schreibst, finde ich persönlich am besten. Die schmecken alle interessant. Sehr anders. Ja, genau. Finde ich so lecker. Ja, finde ich auch sehr gut. Aber mein Favorit von den Energy Drinks ist tatsächlich witzigerweise Kaugummi. Aber der war, glaube ich, limitiert. Aber der schmeckt fast genauso wie der Energy Drink Geschmack. Ich finde das so lustig, dass Holy einen Energy Drink mit Energy Geschmack gemacht hat. Aber der ist auch wirklich gut. Und nein, mein Controller funktioniert nicht. Wartet mal, ich muss hoffentlich nur reinklicken ins Spiel. Genau, jetzt passt's. Okay, Spiel könnte ein bisschen laut sein, sehe ich gerade, oder? Kann das sein? Sag mir mal während des Spielens Bescheid, wie es ist vom Verhältnis her. Ich finde, Red Bull schmeckt immer voll nach Gummibärchensaft. Ich habe auch Red Bull früher immer Gummibärchensaft genannt. Ich weiß nicht mal genau warum, weil eigentlich, glaube ich, schmeckt es nicht wirklich nach Gummibärchen. Aber das, was die Gummibärchen in der Serie Gummibärchenbande trinken, das habe ich mir immer vom Geschmack her vorgestellt wie Red Bull. Irgendwie so. Double Shisha Apple, das kenne ich nicht. Da habe ich wahrscheinlich noch nicht mit Holy zusammengearbeitet, aber das klingt schon geil. Wann Squid Weltherrschaft? Ich arbeite dran. Kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe noch dieses Wochenende, aber schauen wir mal. Gucken wir mal. Oh, select your combat difficulty. Casual,
intended. Oh, damit machen die mir schwer. Ich spiele Horrorspiele tatsächlich gerne auf leicht, weil ich ein Schisser bin. Weil ich einfach Angst habe. Und wenn ich auf leicht spiele, habe ich weniger Angst. Aber jetzt nennen die den Schwierigkeitsgrad intended. Und ich spiele Spiele schon immer gern so, wie die intended sind. Versteht ihr? Ah, das zerreißt mich innerlich. The intended gameplay experience. Aber was ist, wenn es dann frustrierend ist? Resident Evil. So wie die klassischen Resident Evils manchmal. Wahrscheinlich gibt es kein Autosave-Feature. Wahrscheinlich muss ich irgendwo in Räumen speichern und dann spiele ich eine Stunde lang und habe nicht mehr gespeichert und dann sterbe ich und dann ist es mega frustrierend. Deswegen spiele ich auf Casual. Reduced Enemies with Weaker. Reduced Enemies gefällt mir auch nicht. Weaker Attacks ist cool. Ja, machen wir Casual. Eines der ersten Specials bei Holy. Ah ja, nee, die habe ich leider verpasst. Schade, klingt echt geil. Wo ist dein Pinke? Hä? Welches Pinke? Ich habe heute wieder die pinken Kopfhörer auf und mein Flamingo hinten ist auch pink. Ah, warte mal, eine... Okay. Das Spiel ist leider nur auf Englisch. Für alle, die nicht so gut Englisch können, werde ich so gut wie möglich übersetzen. Ich habe irgendwas von einer Bioterrorist-Attack gelesen. Also einer bioterroristischen Attacke. Und eine Panik hat die Nation irgendwie überflutet. Private Security-Firmen evakuieren ganze Gebiete. High-Value-Citizens... genau, und hochrangige Bürger werden quasi in die Neighborhood von irgendeiner Stadt, die Aion oder so ähnlich heißt, evakuiert. Und im Nordatlantischen Ozean wird auf menschgemachten Inseln werden neue Metropolen errichtet. Aus Angst, dass sich diese Biowaffe verbreiten könnte, werden riesige Mauern um die westlichen Städte errichtet, die sie komplett vom Rest der Zivilisation abgrenzen, absiegeln. Wochenlange Orbitalstrikes sind vom Himmel geregnet und haben das, was einmal das urbane Zentrum der alten Welt war, kaputt gemacht. Und jetzt sind diese Bereiche verlassen. In den Quarantänezonen sind Menschen auch noch verlassen oder so. 6 Jahrzehnte, oder eine Dekade ist ein Jahrzehnt, sind seit dem Fall der westlichen Städte vorbeigegangen. Viele wollen vergessen, aber es gibt noch einige, die kämpfen. Ich meine, Pinky und den Brain. Bin ich nicht Pinky? Bin ich nicht Pinky und Brain? In einem? Auf dem Weg zur Weltherrschaft? Dekade müsste Jahrzehnt sein. Ja, ich glaube auch. Decker. DDT. So, Sascha, erzähl mal. Hä? Was ist dein Trauma? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Komm schon, wir alle haben so unsere Trauma. Du hast dich mit einer unterfinanzierten Gruppe von Aktivisten eingelassen, gegen unmögliche Widerstände kämpfen. Das ist eine besondere Art von Beef. Mein Trauma ist ziemlich gewöhnlich. Ah, ich hab's nicht lesen können. Scheiße, aber ihr tut sehr leid. Okay, Kind ist in irgendwelche Gangs geraten anscheinend. Er ist seit 2 Jahren hier jetzt bei der Aktivistengruppe. Ich habe Geschichten gehört. Okay, irgendjemand hat sich quasi reingeschlichen in die öffentliche Schule und seinen Kopf mit Lügen verwirrt von dem Kind. Ich muss mir, glaube ich, es ist, glaube ich, besser, wenn ich mir die Dialoge erst anhöre und dann zusammenfasse. Ich glaube, das klappt besser. You wanted to get close. Start at the source and work your way back.
Yeah, something like that. She passed 2 months back now. I guess this is just my way of making sense of that. I'm sorry. It's an old familiar story. Okay, unsere Mutter ist anscheinend gestorben. We'll get answers no matter what. I hope so. Deswegen sind wir hier. Make your way to the beach with Charlie. Achso, das ist der Kerl. Das Spiel steht, wenn du auf Twitch bist, steht das in der Info. Auf YouTube habe ich es in die Infobox geschrieben. Hollow Body, genau. Ich kann es mir selber immer nicht merken. Mach das. Ich gehe mal kurz ins Zelt. Vielleicht ist da Loot. Gucken wir mal. Oh, eigene Kameraperspektive. Okay. Ich kann hier nichts anklicken. Aber ich habe die Sprint-Taste gefunden. Okay, wir sind anscheinend irgend so eine freiwillige Aktivistengruppe, die versucht, so auf eigene Faust gegen die Seuche vorzugehen, gegen was auch immer diese Welt zerstört hat. Wir wissen es ja noch nicht so genau, aber die im Grunde gegen Windmühlen kämpft hier. Und da sind sich auch alle sicher. Hey guys, no Mark. He said he was heading back here. Had to ask you about something? Yeah, he's not here. I mean, obviously. Mark! Buddy! Hm? Got a job to do here. Can you do anything else? No. He just bailed halfway up the hill. Yeah, I'll be around somewhere. Sasha, why don't you check along the beach whilst we finish setting up here? Ich habe schon ein bisschen in das Spiel reingespielt. Nur mal so zum Testen, ob alles klappt. Wir sind jetzt quasi noch im Intro. Das Spiel geht erst richtig los. Das ist sehr anders als das, was wir hier jetzt sehen. Lasst euch nicht irritieren davon. Genau, Mark, ein anderer hätte mit uns anscheinend kommen sollen, aber ist irgendwie nicht gekommen und jemand hat gesagt, ja, auf halbem Weg wollte er plötzlich nicht mehr. Und jetzt gehe ich und suche den mal. Den Mark. Also Voice Acting gibt's schon, aber der Vergleich mit Crow Country oder eben so klassischen Survival-Horrorn, wenn das Spiel dann richtig losgeht gleich, der ist schon ganz, ganz nahe dran, würde ich sagen. Hello? Mark? Where could he have gone? Tja, wo könnte Mark nur hingegangen sein? Zum Glück gibt's nur zwei Wege. Insofern, den einen sind wir schon zu Ende gegangen. Mark? Hello? Mark, come on! We've got a job to do! Ja, wir haben den Job zu erledigen, Mark! Drückt sich wieder vor der Arbeit. Typisch Mark. Man kennt ihn. Die Anzüge sehen sehr unbequem aus, ne? Sehr heiß und ich kann mir richtig vorstellen, wie ekelhaft schwitzig alle da drunter sind. Ich hätte keinen Bock, den ganzen Tag in so einem Anzug zu arbeiten. Wirklich nicht. Das ist geil gemacht, oder? Geile Kameraperspektive. Ah, da liegt die Maske. Ich kann nicht mit ihr interagieren, aber... Foreshadowing. Mark hat seine Schutzkleidung nicht mehr an. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Die haben wir wahrscheinlich nicht zum Spaß an. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was Mark angeht. Unser Schatten sieht irgendwie lustig aus. Unser Schatten sieht voll aus wie ein Alien von das fünfte Element. Diese komischen Eulendinger. Ich find's schon. Oh, eine Kakerlake. Mehrere Kakerlaken. Oh, oh. Kraut und Rüben. Was ist hier los? Ein See, ein Loch.
ein tiefes Loch. Da ist Mark reingefallen. Ich schätze mal, das ist Mark, oder? Ich schätze mal, das passiert, wenn man die Maske abnimmt. Aber warum hat er sie abgenommen? Mikas Apartment City von Ayo Dingsi Bumsi. 12 Tage später. Mik, my guy pulled through. He's got the pass. You sure you want to do this? Wir sind jetzt quasi in dieser neu gebauten Quarantänestadt. Also, nicht Quarantänestadt. Wie man es nimmt. I get it, Mik. You got about 24 hours before the clearance gets flagged. You missed that window, and I got 2 lost friends. My guy's waiting on the east sheets, borough 7 near the underpass. Once he's flashed the clearance mod on your hover, he'll set you up with some blocker fluid. You'll need to take it when you're about an hour from the city limits. Hallo, Sonntagmorgen. I'll keep you on contact, but you know as well as me, anything happens out there, and you're on your own. Last chance, Mik. You sure this is the right call? She's coming home, Tax. Okay, wir suchen jemanden in den Outskirts, wo man eigentlich nicht hin darf. Wir haben irgendwie auf illegale Weise anscheinend irgendwie so einen Pass bekommen oder so, was auch immer das genau bedeutet. Aber wir haben nur 24 Stunden, weil dann wird, glaube ich, alles ziemlich bombardiert, wenn ich das richtig verstanden habe oder sowas in der Art. Oder es läuft vielleicht auch nur unser Pass ab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. 4 Stunden später. Ah, da ist die Mauer, von der wir gelesen haben. Heißt das jetzt, wir suchen nach der, die jetzt im Intro verschwunden ist, schätze ich mal, oder? I guess. Warning. Severe weather conditions identified. You think? What gave it away? Several of my atmospheric sensors are reading concerning levels. That was a rhetorical question, babe. I recommend that we establish a safe landing zone with the utmost urgency. It's all right, we will. Okay, unser Computer sagt uns, Wetter ist scheiße, wir sollten echt mal landen. You think you can hold on? Und wir sagen jetzt, 3 Meilen, das schaffen wir. Navigator sagt, weiß ich nicht, Digga. Mit den kritischen Systemfehler. Wir stürzen natürlich mitten in die Quarantänezone. Ich mag das Autodesign. Das sieht hinten so ein bisschen aus wie ein DeLorean. Irgendwie, nur futuristisch. Haben wir auch einen Fluxkompensator? Können wir die Vergangenheit reisen und alles verhindern? Aber vorher sieht es aus wie irgendein Sportauto, ne? Deswegen wahrscheinlich nicht. Sportautos können nicht in der Zeit reisen, das wissen wir alle. Okay. Geruch nach von elektronischem Feuer und Regen rennt durch die aufgeplatzte Windschutzscheibe. Ich habe versucht, Hilfe über das Radio zu rufen, aber ich krieg kein Signal durch den Sturm. Hi, Svenny. Sascha war hier draußen irgendwo. Okay, ich muss hier irgendwie rauskommen. Wir brauchen einen Evakuierungsplan. Ich muss einen Aussichtspunkt finden, einen hohen Platz, damit mein Signal vom Radio durchkommt, damit ich um Hilfe rufen kann. Okay, auf das Gebäude klettern. Es ist noch nicht vorbei. Das ist halt blöd an so fliegenden Autos, ne?
Ich meine, fliegende Autos sind schon nice und alles. Aber wenn man dann irgendwo mitten im Nirgendwo abstürzt, das passiert einem halt mit so einem normalen Auto nicht. Da bleibt man mal auf der Autobahn stehen. Worst case. Kommt der ADAC. Aber hier ist halt schlecht jetzt. Ich weiß nicht, ob es eine Quarantänezone in ADAC gibt. Sollte es geben. Ist eine Marktlücke, wenn es die nicht gibt. Ja gut, aber sie hat ja gesagt, ihr Radio erreicht niemanden, ne? Wir haben eine Taschenlampe. Wir haben seltsame Wucherungen, die hier an den Laternen hochwachsen. Sieht aus wie Gedärm oder so, ne? Oder eher, ist es eher so Innereien oder so Wurzelgeflecht, pflanzlich? Vielleicht so ein bisschen beides. Zukunft gibt es bestimmt ein ADAC für fliegende Autos, ich glaube auch. Es wäre weird, wenn es fliegende Autos gibt, aber keinen technischen Hilfsdienst für fliegende Autos. Ah, guck mal, Erste-Hilfe-Spray. Ein medizinisches Reparaturspray, das in der Ambulanz übrig geblieben ist, das nehmen wir natürlich. Sieht wirklich sehr nach Erste-Hilfe-Spray aus, ne? Nach Resident Evil First Aid Spray. Oh, das Menü finde ich ja schon irgendwie geil. Das gefällt mir. Wir haben einen D-Serien-Revolver, der ist aber leer. Sieht schon auch cool aus. Wir haben 6 Revolver-Munition. Ein Go-Tech-Radio, aber das geht ja eben nicht. Ein Feuerzeug. Sollten wir uns merken, vielleicht brauchen wir das noch. Hey Marco. Und wir haben das Erste Hilfe, das Reparierspray, das benutzen wir jetzt. Reparierspray ist interessant, ne? Ich finde, der Name impliziert ja schon, dass wir zumindest irgendwie so ein bisschen cybermäßig unterwegs sind. Zumindest teilweise synthetisch. Sonst könnten wir uns wahrscheinlich nicht reparieren. Map. Okay, ich schätze, wir gehen jetzt einfach mal die Straße entlang. Hey, Heatwave. Die Kamera ist auch relativ fix. Ich kann die nicht wirklich bewegen, deswegen... Oh, was ist denn das? Deswegen werde ich schon in die Richtung gehen müssen. Aber mein Quick-Menü mit Karte schnell aufrufen. Sehr gut. Zielen, I guess. Nahkampf brauchen wir jetzt aber nicht. Ah, und 180 Grad drehen. Okay, alles klar. Nehmen wir. Oh, guck mal, voll der... Ist das ein vierbeiniger Roboter oder so ein humanoider Roboter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht auf jeden Fall aus wie schweres Baugerät oder so. Sind das Arme oder Beine? Ich glaube eher, dass das so ein vierbeiniger Roboter war, oder? Ich liebe Roboter. Ich weiß nicht warum, aber riesige Roboter mit Beinen sind das Schönste, was es jemals an technischen Sachen geben könnte. Riesige Roboter mit Beinen. Egal ob 4 oder 2. Es ist einfach awesome. Okay, I guess hier geht's nicht weiter. Okay, die Straße ist absichtlich abgesperrt worden. Was versuchen sie denn rauszuhalten? Egal, ich muss das Signal zu Text durchbringen. Ich glaube, ich habe eine Straße gesehen, die zum Apartment-Block führt. Da hinten bei dem rostigen Mac. Aha, okay. Die Steuerung sieht nicht so tankig aus. Nee, die ist sehr direkt. Aber ich habe schon gesehen, in den Optionen, wenn man will, gibt es Tank-Control. Kann man aktivieren. Habe ich aber nicht gemacht. Ich lasse mal die Originalsteuerung. Hinten bei dem Mac. Ah, warte mal, hier oben. Oder was? Ah.
Genau, Panzersteuerung hat Vor- und Nachteile, das finde ich auch. Gerade wenn feststehende Kameras irgendwie da sind im Spiel, so Standard sind, dann hat Tanksteuerung definitiv schon auch Vorteile. Aber hier sieht es ja so aus, als hätten wir meistens zumindest eine Verfolgerkamera und eher selten eine feststehende Kamerawinkel, wenn es wichtig ist. Guck mal, wir haben hier eine Blutspur von dem Karton hier oder so. Einmal so um die Laterne rum in den Müllcontainer rein. Ah, und wir schieben den. Ich dachte, wir mal öffnen den jetzt. Aber scheinbar öffnen wir den nicht. Wir klettern hoch. Okay, gut. Ah, da brennt noch Licht. Hallo? Jemand zu Hause? Da kommt die Antwort. Dankeschön für die Bits. Eine Ente. War das der Entenvirus? Okay, suchen wir einen Weg aufs Dach. Hey, wenn es einen Virus gibt, der alle Menschen in Enten verwandelt, ich bin dabei. Let's go, komm. Verschiedene alte Kisten und leere Paint Cans. Mr. Skyline Twitch, danke für die Bits, aber ich habe überhaupt keinen Random Sound gehört. Oder? Habe ich was nicht mitbekommen? Seltsam. Vielleicht waren die zu schnell hintereinander? Eigentlich nicht, oder? Wer weiß. Aber ich hab's gesehen und ich danke dir trotzdem. Entenvirus finde ich gut. Horrorspiel, wo es darum geht, dass der Entenvirus die Welt vernichtet. Ja, oder rettet, besser gesagt. Die Welt rettet. Ich glaube, die Welt wäre besser dran mit Enten. Sehr vielen Enten statt Menschen. Das Gator House Register, eine Liste von Bewohnern im Gator House. Einige Namen appear to be a moniker. This document must predate. Okay, dieses Dokument ist anscheinend älter als die Bürger elektronische ID-Schemata oder sowas. Und einige Namen sind wahrscheinlich eher so Spitznamen oder sowas. Ja, hier stehen quasi richtige Namen drauf mit Vor- und Nachnamen und sowas. Aber hier steht zum Beispiel auch einfach nur Sally. Oder Busy Slayer. Hey, wetten, das sind irgendwie so Bäcker oder sowas. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das die Liste der, wisst ihr, irgendwie so ein Kickstarter-Supporter oder sowas ist. Hannes Winkler, Brigitte Brave, Adam Luke, Captain Oblivious. Okay, ich verstehe. Ja, wahrscheinlich ist das die Bäckerliste und alle leben in diesem Haus quasi. Cool. Okay. Stuff only. Hey, ich brauche zufällig Stuff. Perfekt, her damit. Achso, Steph, schade. Okay, ist verschlossen. Vielleicht finde ich ja eine Möglichkeit, das irgendwie aufzubrechen. Naja. Schauen wir mal. Keine Energie für den Aufzug. Ah, die Karte. Oh. Ein Zimmer ist angekreuzt und da steht, we used to be happy. Wir waren mal glücklich. Oh. Lock ist versperrt. Mit irgendeiner Art von sich selbst ausbreitendem Schaum. Echt? Das sieht für mich eher so aus, als wäre das zugeschweißt oder so, ne? Aber okay, es ist anscheinend irgendwie so ein Schaum. Keine Ahnung. Auch verschlossen. Na gut, wenn das so weitergeht, sind wir gleich auf dem Dach, ne? Auch gut. Dammit. Ich wusste doch. Das ist irgendwie, wisst ihr, es ist also Videospiellogik. Warum können wir da nicht einfach über den Schutt klettern? Gibt es irgendeinen plausiblen Grund, warum wir nicht einfach weitergehen? Könnte natürlich sein, dass einfach das Treppenhaus eingestürzt ist und da ist keine Treppe mehr. Das ist schon möglich, aber... Zimmer 22.
Ich meine, wisst ihr, Zukunft, Cyberpunk und alles, ich verstehe das schon. Aber ist es wirklich irgendwie, hat es einen Vorteil, dass man so ein Lämpchen montiert, das die Zimmernummer an die Wand projiziert, gegenüber einfach nur... Ich habe vorher Popcorn gegessen. Da hatte noch ein Popcorn-Krümel da in den Zähnen. Dass man da einfach die Zahlen an die Wand schraubt. Ist das irgendwie billiger oder so? Ich weiß es nicht. Gehen wir rein. Ist anscheinend offen. Eine Toilette. Immerhin Klopapier. Immerhin Klopapier. Mehrere gepackte Boxen. Wer auch immer hier gelebt hat, hatte keine Chance zu gehen. Badewannen sind seltsam. Ich kann nicht glauben, dass Leute früher mal da drin saßen und erwartet haben, dass sie sauber wieder rauskommen. Es ist true. Dieses Waschbecken wurde seit Ewigkeiten nicht mehr sauber gemacht. Es ist wirklich wahr, ne? Wenn man in die Badewanne geht, wenn wir mal ehrlich sind, dann sitzt man da einfach in seinen eigenen Dreck. Ich dusche mich tatsächlich immer erst ab, bevor ich in die Wanne gehe und danach auch nochmal. In die Wanne gehen, ich liebe in die Wanne gehen. Ich könnte jeden Tag gerade im Winter stundenlang in die Wanne gehen. Es ist super gemütlich, es ist warm, ich mag's. Aber, also sauber, technisch gesehen, ne? Weiß ich nicht so recht. Nur Müll und dreckige Teller. Ich mach das nicht sauber. Okay. Dusche ist sauber werden, Baden ist entspannen. Ja, genau. Hi, Slenderex. Was geht? Manche Autos haben unten an der Tür eine Lampe, wo das Logo auf dem Boden projiziert wird. Ja, aber weißt du, das ist ja so fancy shit. Und ich sag mal so... Selbst als diese Wohnanlage hier noch irgendwie bessere Zeiten gesehen hat, war das jetzt nicht gerade eine Luxuswohnung, oder? Das schätze ich jetzt mal. Ich will niemanden, der hier gelebt hat, zu nahe treten oder so. Aber das war jetzt wahrscheinlich nicht das allerallerschönste Wohnviertel. Und dass man da dann so fancy Shit an die Wände macht, wenn man auch einfach irgendwie mit Edding eine Zahl an die Wand kritzeln könnte. Das macht für mich nicht mal in so einem Cyberpunk-Universum Sinn. Ich glaube, ich nehme mal meine Waffe in die Hand. Okay. Switch Target. Anscheinend gibt's Auto-Aim. Na gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwas passiert, wenn ich jetzt die Leiche da untersuche. Mit der Eisenstange. Hey, nimm die Eisenstange. Irgendetwas ist durch seinen Magen gebohrt. Ich schätze mal, er hat sich's mit irgendjemandem verscherzt, der nichts zu verlieren hatte. Können wir die Stange mitnehmen, weil damit könnten wir vielleicht den Kasten mit dem Stuff aufbrechen, den Stuff-Only-Kasten, ne? Na gut, dann halt nicht. Das ist aber auch eine miese Stelle, um von der Stange durchbohrt zu werden. Guck mal, der lag auf dem Rücken, so in die Nieren hinten rein und so. Oh, das ist... übelst unangenehm. Nee, nicht Nieren, das ist schon weiter oben hier, ne? Trotzdem sehr unangenehm. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Kann man nicht irgendwas nehmen, das schneller tötet wenigstens? Das war, glaube ich, unangenehm. Ziemlich unangenehm. Na gut, weiter geht's. Tiramisu hatte ich auch schon lange nicht mehr. Das ist eine gute Idee, das muss ich auch mal wieder machen. Ich gehe erstmal geradeaus weiter. Okay, ich schätze mal, wenn das Schloss hier rot ist, komme ich nicht rein. Genau, okay. Doris shut electronic lock. Okay, I guess, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann passt's eh, dann können wir da vorne abbiegen. Der liegt auf dem Bauch. Ja, habe ich was anderes gesagt? Ich meinte auf dem Bauch. Oh. Oh, Gesundheit. Dankeschön. Also der wurde durch den Rücken durchbohrt, basically quasi. Oh, Geräusch.
Aber die Musik ist noch so entspannt. Ich glaube nicht, dass jetzt das erste Monster eingeführt wird. Ah, 214 oder 2,14. Eins von beiden. Gehen wir mal rein. Polizei! Kommen Sie raus! Oh, da ist ein Loch im Boden. Oh, da sitzt irgendwie ein kopfloser Mensch. Ich gehe erstmal ins Badezimmer. Ich würde mir echt gern die Hände waschen, aber es gibt hier kein Wasser. Nicht, dass ich dem Wasser hier trauen würde. Ja. Ist das nicht voll gefährlich, dass wir hier sind? Ist das nicht eine Quarantänezone wegen irgendeiner Bio-Waffenscheiße? Sollten wir nicht vielleicht irgendwie ohne... Also ich meine, ich habe gesehen, was mit dem Kerl aus dem Intro passiert ist, der seine Gasmaske abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, sieht wirklich nicht schön aus. Catherine Dowell, 22.11.27, arbeitslos, verstorben. Ach was, meinst du? Dehydriert. Das finde ich irgendwie voll cool. Warum haben wir sowas bei dem Skelett nicht bekommen? Na, wahrscheinlich, weil das nicht identifiziert werden konnte. Aber das ist ja irgendwie voll nice, dass dazu... Ich hoffe jetzt, dass wir noch ganz viele Leichen finden. Das klingt so falsch, aber das finde ich ein voll cooles Feature, dass die irgendwie alle identifiziert werden und so Namen und Geschichten kriegen. Okay, wir finden sehr viel Pistolenmunition in letzter Zeit. Ein alter Schrank und nutzloser Müll. Motten. Ekelhaft, die Laken haben Flecken. Ist das wirklich das Ekelhafteste, was wir hier bis jetzt gesehen haben? Naja, wie heißt du, Catherine? Du bleibst sitzen, oder? Du stehst nicht wieder auf. Oh, ein Schlüssel. Ich kann direkt durch den Boden durchsehen. Auf dem Tisch liegt etwas, aber ich kann es mit meinen Händen nicht erreichen. Okay, da brauchen wir wirklich irgendeine Angel oder so. Also wahrscheinlich nicht wirklich eine Angel, aber sowas ähnliches. Das Spiel, das wir heute spielen, heißt Hollow Body und ist ein kürzlich erschienenes Survival-Horror-Spiel, das sehr gute Wertungen bekommen hat. Das ich schon länger im Blick hatte auch. Okay, ich sehe leider auf der Map nicht, wo wir schon waren und wo noch nicht. Ich muss mir das also wirklich merken. Aber ich glaube, da, wo das Licht so flackert, sind wir noch nicht lang gegangen. Okay, die Tür steht einfach offen. Da ist auch keine Zahl und nix. Ziemlich, ja, absolut. Und ich hasse es auch. Es stimmt wirklich. Ziemlich kurz, um sich da entspannt reinzulegen. Shower, Duschen ergeben für mich einfach mehr Sinn. Badewannen sind wirklich zu kurz und zu niedrig. Ich hasse das so. Ich hasse das auch, dass Badewannen... Ich kann keine Badewanne genug auffüllen, so wie ich sie gern auffüllen würde. Ich hasse das. Ich will, dass Badewannen tiefer und länger sind. Oh, was haben wir denn hier? Einen Zeitungsartikel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Also, 16. November. Soziale Bereicherungs... Wohltätigkeitsveranstaltung Sherwood. Warte, ich muss das erstmal auf Englisch lesen und dann gar nicht übersetzen. Social Enrichment Charity Sherwood announces monumental investment to revamp Brentstone's Infrastructure and Economy. Also irgendein wohltätiges Sherwood-Unternehmen spendet super viel Geld an irgendwelche Infrastruktur- und Ökonomiefirma.
Branson, 19. November 2063. In a groundbreaking move set to refine Branson's landscape, Sherwood, a philanthropic organization, has declared plans for the transformative investment aimed to revitalizing the city's infrastructure. Also eine wohltätige Firma, eine philanthropische Firma, hat Pläne, die Infrastruktur von Sherwood heißt die Firma, von Branson zu verbessern. The investment aims to usher in a new era of prosperity, promising jobs. Ja, es soll eine neue Ära des Wohlstands mit Jobs und modernen Transitsystemen durch die Stadt, und dadurch wird wird's allen besser gehen. In a statement released by Sherwood CEO Sarah Reynolds, the organization expressed its commitment to fostering positive change. We believe that every community deserves the chance to thrive. Our investment in Branson aims to create a sustainable and vibrant future for its residents by addressing the systematic issue that have held the city back for far too long. Ja, also CEO von der Firma, Sarah Reynolds, sagt quasi, hey, jeder hat die Chance verdient, sich zu entfalten, und mit unserer Investition hier in die Infrastruktur werden alle eine bessere Zukunft haben und die Stadt kann endlich cool werden. The announcement sparked enthusiasm among residents, business, ja gut, Bewohner und Läden, und die Behörden haben sich natürlich ganz schön drüber gefreut, dass die jetzt super viel Kohle kriegen oder so ein Projekt hier gemacht wird. Und der Bürgermeister Robert Thompson sagt, das ist ein Wendepunkt und Sherwood ist total willkommen, hier ihr transformatives Potenzial zu entfalten. Es geht Sherwood aber nicht nur um soziale Welfare-Hilfe quasi, sondern es geht auch um das Potenzial für private Entities to play a role in uplifting communities facing socioeconomic challenges. Es klingt für mich trotzdem nach Social Welfare, aber gut, okay. Ja, auf jeden Fall wird sich Branson super, super verändern und es gibt super viele Chancen für alle. Im Grunde steht da vier Absätze lang genau das gleiche immer wieder. Wir haben es verstanden. Please contact Sherwood Estate für weitere Informationen. Gut, danke. Also Sherwood, philanthropische Firma, sehr viel Geld hier investiert, um Menschen irgendwie mehr Möglichkeiten zu bieten. Ich glaube auch, dass Sherwood Umbrella ist, ja. Ich gehe davon aus. Oh, Jesus. Das klingt auch so ein bisschen wie Umbrella und Raccoon City, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Bin ich mal gespannt. Und wenn wir schon dabei sind, hier das Transitsystem zu bauen und so weiter und so fort, könnten wir doch auch gleich ein Untergrundlabor errichten, ne? Zwinker, zwinker. Okay, hier haben wir wieder Thurston M. 2.8.25, arbeitslos, verstorben. Pancreatic Nekrose. Also ist Pancreatic ist so Magen, glaube ich, ne? Sowas in der Richtung. Verdauungstrakt. Also der ist an einer Magennekrose oder sowas verstorben, glaube ich. Aber der hatte Spaß. Hey, weißt du, nicht so jung, wie der wahrscheinlich war. Aber im Altersheim möchte ich so sterben, bitte. Das ist mein Plan für meine Altersvorsorge. VR-Brille aufsetzen. Und nicht mehr mitkriegen, was so in der Realität passiert. Wen interessiert's? Eine Schlüsselkarte hat der Körper in der Hand. Die nehmen wir mit. Gatorhaus, und da steht was drauf. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. 231, glaube ich, ne? Oh, hat der noch was? Nee, sonst hat er nichts. Okay, wir haben eine Waffe, wir haben viel Munition gefunden, wir haben eine Schlüsselkarte.
Ich wette, es dauert nicht lang, bis jetzt die erste Konfrontation kommt. Ah, nice, guck mal, oder? Nee, warum blinkt denn da so ein Pfeil? Aber ich schätze mal, die rote Tür ist die, die wir jetzt öffnen können, oder? Da, wo wir jetzt hin müssen können. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt raus in den Flur zu gehen. Kann ich irgendwo speichern? Bis jetzt noch nicht. Naja, okay. Schauen wir mal. War ich da vorne schon drin? Nee, ich glaube, in dem Zimmer war ich auch noch nicht, oder? 2,10. War hier... Oh! Unser Radio will was. Wartet mal. Ich dachte, wir haben keinen Empfang. Können wir jetzt nicht Hilfe rufen? Ist ja voll gut. Okay, sie sagt, hey, du hast dein Essen gar nicht angefasst, geht's dir gut? Er sagt, ich bin nicht hungrig. Habt ihr nach der Arbeit was gegessen, oder? Nee, ich habe einfach keinen Hunger. Ey, du hast nicht mal dein Mittagessen heute auf Arbeit mitgenommen. Du musst doch was essen. Raus hier. Was? Geh ein bisschen spazieren oder so. Ich brauche ein bisschen Raum. Ich, Liebling, du machst mir Angst. Bitte sag mir doch einfach, was los ist. Wir können doch daran arbeiten. Mir geht's gut, ich bin einfach nicht hungrig. Ich brauche Freiraum. Dieser Bauarbeiterjob ist vielleicht keine so gute Idee. Geh spazieren. Es regnet draußen. Wo soll ich denn hingehen? Ich hab gesagt, geh spazieren. Das ist unser Zuhause. Ich lebe hier. Geh zum Fick aus dem Haus. Also wir sind noch ganz am Anfang von der Story her. Aber zusammengefasst kann man sagen, dass die Welt so ziemlich am Arsch ist. Es gab terroristische Biowaffenattacken. Und die meisten Menschen leben eigentlich nur noch in einer Stadt, die auf einer von Menschen geschaffenen, aufgeschütteten Insel errichtet wurde. Und um die Quarantänezonen wurden riesige Mauern errichtet. Und eine Umweltaktivistin, weil die Regierung schert sich im Grunde nicht mehr um diese Quarantänezonen, da, die werden einfach sich selbst überlassen. Und es gibt aber so aktivistische Gruppen, die versuchen da irgendwie noch so die Gebiete zu reinigen oder Leute rauszuholen oder was auch immer genau eigentlich. Und da ist eine verschwunden, die haben wir im Intro kurz gespielt. Und wir suchen die jetzt anscheinend, sind aber leider mit unserem Flugauto auf dem Weg dahin abgestürzt und müssen jetzt auf dieses Gebäude hier, damit wir mehr Tod, so viele von diesen Leuten haben es nicht geschafft, damit wir ein Notsignal absenden können. Das ist gerade so der Stand der Dinge. Von der kriegen wir jetzt aber keine Informationen, aber vielleicht ist die einfach zu lange tot und dann kann unser Interface nicht mehr erkennen, was da los ist. Nichts Wichtiges, nur ein paar Müll-Items. Das war aber gerade irgendwie eine nice Art, so Audiologs abzuspielen, ne? Ich mag das immer gar nicht. Ich hasse das. Das macht auch wieder Hellblade 2. Ich hasse das, wenn man in Videospielen an einem Ort stehen bleiben muss, um sich Audiologs anzuhören, weil das ist stinklangweilig. Aber wenn ich Audiologs höre, während ich weiterspielen kann, dann kriege ich meistens nicht wirklich mit, was eigentlich gesagt wird, weil ich mit dem Kopf ganz woanders bin. Aber das, dass man da so ein paar stimmungsvolle Kameraeinstellungen und sowas sieht, finde ich eigentlich ganz nice. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass uns gleich irgendwas anspringt. Komm, einfach laufen. Nee, komm, der erste Gegner wird doch mit einer Cutscene eingeführt. Die lassen jetzt nicht einfach so irgendwas uns anspringen. Okay, schauen wir mal. Die Tür ist verschlossen. Wir benutzen jetzt die Schlüsselkarte 2.3. Use. Ah, da stand gerade Combine. Wir können also später auch noch Items kombinieren.
Okay, die Tür bewegt sich nicht. Na super, der Raum ist nicht mehr existent. Der Boden ist eingebrochen, aber das führt in den Raum darunter. Wollen wir runterspringen? Oh Gott. I guess, ja. Hi, Defender. Schau deine Videos aber immer auf YouTube nach. Das ist cool. Das freut mich. Dankeschön. Okay, ist hier irgendwie eine Rakete eingeschlagen? Ja, eine Rakete liegt hier im Schutt begraben. Ist sie aktiv? Ich will lieber nicht in der Nähe sein, um es rauszufinden. Läutet hier irgendwo ein Telefon? Können wir das Telefon benutzen, um einen Ausweg zu finden? Hallo? Hallo? Is anyone there? Ist da jemand? Du gehörst hier nicht her. Du hättest lieber da bleiben sollen, wo es warm ist, kleiner Spatz. Es tut mir leid, wer ist da? Hab Geduld, Babypfogel. Du hast deine Flügel kaum ausgebreitet. Wie bist du... Wie kann es sein, dass diese Telefonleitung noch aktiv ist? Manche Dinge weigern sich einfach zu sterben. Warum redest du so? Das ist mein Zuhause. Das war immer mein Zuhause. Okay. Schicht auf Schicht. Zement und Dreck. Krankheit bis zum Tod. Ja, das ist irgendwie eine Zeitverschwendung. Ich lege auf. Pass auf die Streuner auf. Sie hatten seit Wochen keine anständige Mahlzeit mehr. Unheimlicher fucking Roboter. Ah, jetzt dürfen wir speichern. Gut. Also an Telefonen speichern wir, oder was? Ja, okay. Dieses Rotwerden, bevor man speichert, ist auch wieder sehr Silent Hill, ne? Hallo an alle, die jetzt reingekommen sind. Die Rakete war offensichtlich ein Blindgänger. Ich schätze schon, die hat da quasi das Stockwerk durchschlagen, aber ist nicht detoniert. Wir haben ja auch gelesen, dass die Gebiete, die infiziert waren, oh, wir können die Heizung entfernen, dass die bombardiert wurden. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was diese Biowaffe macht. Aber das, mit was wir da geredet haben, ist scheinbar eine KI. Also so sagt zumindest unsere Figur. Okay, die Wand ist beschädigt und man sieht den Rohputz dahinter. Vielleicht kann ich da durchbrechen mit dem richtigen Werkzeug. Ich hätte eine Rakete im Angebot. Ist das das richtige Werkzeug? Werfen wir es doch einfach mal gegen die Wand, oder? Sind das nee. Okay. Ich dachte, das ist irgendein Item vielleicht. Oh, Kinderzimmer. Oh. Geisterpuppe? Jetzt wird's übernatürlich hier. Moment mal, ich krieg hier Anzeige für irgendeine verstorbene Person. Ich sehe überhaupt keine verstorbene Person. Claire Garrowell, 27.09.54. Ich weiß nicht genau, wann das Spiel hier spielt, aber 54 ist, glaube ich, relativ jung. Ah ja, da steht auch Adoleszenz, also so Pubertät wahrscheinlich, sowas. Verstorben an Aspiration Pneumonia. Ist das so, irgendwas mit der Lunge oder so, ne? Atemwegs. Zusammenbruch. Keine Ahnung. Eine Kinderzeichnung. Bazillionär. Wenn ich ein Bazillionär wäre, dann würde ich Mami und Daddy jeden Tag eine Pizza kaufen. Das ist ein ziemlich guter Plan. Ich würde sagen, damit wäre das Geld besser investiert wie von jedem Bazillionär oder Milliardär ever.
Ein Brecheisen. Nee, ein Hammer. Okay. Und das ist ein bisschen creepy, dass der Hammer bei dem Bild von dem Kind mit der Mutter in der Wand steckt. Wer hat den da reingehauen und warum? Blöde Frage, wir wissen es alle. Irgendwas mit Zombie. Und wenn Cyber-Zombies sind oder so, ne? Aber irgendwas Zombie-mäßiges natürlich. Der infizierte Vater der Familie, I guess, soll ich da mit dem Hammer draufhauen? Ist dann irgendwie durchgedreht und hat die alle umgebracht. So, jetzt passt auf, ich versuche das jetzt mal, es wäre so lustig. Na gut, geht nicht. Wäre irgendwie lustig gewesen, wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann wären wir einfach tot. Einfach Game Over. Okay, aber ich schätze mal, mit dem Hammer können wir da hinten die Wand einhauen. Gibt's das bei Steam? Ja, gibt's bei Steam. Kosten kann ich dir gerade gar nicht genau sagen. Ich kann aber schnell nachgucken, falls euch interessiert. Ist, glaube ich, nicht so teuer und hat auch, weil es noch relativ frisch erschienen ist, glaube ich, noch diesen obligatorischen 10% auf Steam-Rabatt, den eigentlich alle Spieler am Anfang haben. Genau, kostet mit Rabatt aktuell 14,84 und hat eine sehr positive Bewertung, 92% von 536 Personen. Okay. Also definitiv nicht überteuert, würde ich sagen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie lang es ist und so weiter. Aber Bewertung und Preis sprechen schon mal für das Spiel. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder in dem Stockwerk, wo wir schon mal waren, oder? Habe ich da im Hintergrund... Oh, guck mal. Ich glaube, im Hintergrund ist unser eigenes Auge. Das quasi... Weiß ich nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll. Wo war denn der Raum, durch den wir reingekommen sind? War das das hier? Weil jetzt mit dem Hammer könnte ich vielleicht auch den... waren wir hier schon drin? Oh, verdammt, ey. Dass die Karte mir nicht anzeigt, wo ich schon war und wo noch nicht, wird ein Problem, weil ich keinen Orientierungssinn habe. Und das wissen die, die das Spiel gemacht haben, ganz genau. Die haben das Spiel nur gemacht, damit sie mich in die Irre führen können. Okay, blaues Licht. Das ist neu, oder? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ein kleines Kinderbett, viele Spielzeuge und Poster, die den Raum dekorieren. Jemand ist hier schnell abgehauen. Ach, sind wir jetzt in einem ganz neuen Stockwerk, in dem wir noch gar nicht waren? Dann muss ich das einfach nur wieder systematisch abgrasen. Ich dachte, wir sind jetzt wieder in einem Stockwerk, wo wir reingekommen sind quasi. Hier haben wohl die Eltern geschlafen. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Ich hoffe, sie sind rausgekommen. Na gut. Oh, ich habe gerade gruselige Geräusche gehört. Habt ihr es auch gehört? Ein leises Klopfen, als ob jemand gegen eine Tür geklopft hätte oder so. Ich gehe wieder raus. Oh, guck mal, da hinten sitzt jemand. Eieieiei. Sean Booley. 16.02.18. Der war ja dann uralt, wenn der 18 geboren ist. Sagen wir, das Spiel spielt irgendwann in den 2060ern. Na gut, okay, so uralt auch wieder nicht. Aber, ja, älter. Naja, nee. Selbst wenn das 68 spielt, war der gerade mal 50. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, er ist irgendwie 100. Myokardialinfraktion. Ich verstehe die ganzen Todesursachen nicht. Kardial ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Herzen. Und in... Ja, ach, und Infraction. Ja, sein Herz ist explodiert. Sagen wir, sein Herz ist explodiert. Das klingt cool. Aber irgendwas hat er gemacht. Wollte sich hier irgendwo reinhacken oder sowas. Eine transportable Zellenbatterie.
in ein zerbrochenes Diagnosegerät eingeführt. Ah, wir können die Batterie mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau für was, aber okay. Okay, so kaputt, das können wir nicht reparieren. Aber warum kann ich das da nicht nehmen? Guck mal, das blinkt so offensichtlich. Und ich kann nicht damit interagieren. Mega weird, oder? Soll ich mal drauf schießen? Kann ich auch gar nicht wirklich. Ich kann es nicht anvisieren. Warum? Was ist das? Warum blinkt das so? Okay. Na gut. Dann gehe ich jetzt einfach mal den Gang entlang, alle Türen ab. Ah ja, hier ist eine von den zugeschweißten Türen, an denen wir vorbeigelaufen sind. Wir waren jetzt vor dem zweiten Stock, jetzt sind wir im ersten Stock. Aber wir sind doch auch im ersten Stock durchs Fenster reingekommen, oder? Dachte ich. Aber eben auf der anderen Seite von dem zugeschweißten Gitter, I guess. Oh, ich höre die ganze Zeit Geräusche. Das ist gut. Das ist gut. Gutes Audiodesign. Aber ich habe echt Angst. Guck mal, da liegt schon wieder sowas Blinkendes. So eine Holzkiste, so eine blinkende. Was macht die? Warum ist die da? Was steht denn da drauf? Munition. Munitionskiste oder so, aber... Gehen wir mal da rein. Die Spannung steigt. Also ich bin gerade... Ich fühle es gerade sehr. Ich habe gerade ein bisschen Schiss hier. Naja, immerhin ist die Badewanne sauber. Also im Verhältnis. Kann ich mir... Wir sehen die Wanne nicht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die sauber ist. Guckt euch mal die Tentakel überall an den Wänden an drumherum. Vielleicht sind es ja saubere Tentakel, das kann schon sein. Was ist denn das da? Ein alter Tektroni-Videophon. Die waren so bulky. Ein Videophon. Das ist so ein Videophon, oder? So ein Telefon mit Bildschirm. Das ist so ein bisschen so dieses, wie man sich in den 80ern die Zukunft vorgestellt hat. So alte Telefontechnologie, aber mit Videodisplay. Ich meine, Bildtelefonieren ist heute ganz normal, ist schon klar. Aber ich meine jetzt wirklich so ein Bildtelefongerät in jedem Haushalt in die Wände installiert oder sowas. Das ist so 80er Jahre futuristisch. Oder ist jemand... Oder auch nicht? Ist das wirklich ein Mensch? Alle Kästchen wurden ausgeplündert. Sie haben alle Leute verhungern lassen. Jemand muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Nutzloser Müll. Okay, es ist überall an den Wänden. Okay, sonst ist hier, glaube ich, irgendwie auch nichts, ne? Dann gehen wir wieder. Ja, ich bin auch gespannt auf die ersten Gegner jetzt. Wartet mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Guck mal, ich sehe sogar im Pausenbildschirm diese Munitionskisten rumliegen. Warum? Ach so, weil die einfach heller war als der Rest, glaube ich. So, dann haben wir jetzt... Naja, gut. Da drüben gibt es noch zwei Türen. Und da ist eine alte... Oh, damn it. Eine alte, vertrocknete Blutspur, die da reinführt. Und da steckt eine Axt in der Tür und jemand hämmert dagegen. Okay.
Ein alter Schläger aus Holz mit rostigen Nägeln steckt in der Tür. Ja, nehmen wir. Okay, Tür ist verschlossen. Okay, gehen wir gleich rein. Ich will noch schnell zur anderen Tür gucken. Huiuiuiui. Oh Gott, hört ihr das? Gegnerzeit. Da ist Müll im Waschbecken. Aber ich finde das interessant und irgendwie ein schönes Detail, dass für sie Badewannen so weird sind, weil das zeigt so ein bisschen, wie die Menschen in dieser Stadt leben. Wahrscheinlich, wie man das auch so aus das fünfte Element kommt, in sehr kompakten kleinen Apartments, weil vielleicht gerade so eine Dusche reinpasst. Und die Idee von der Badewanne ist weird. Okay, ein Doktorsdiplom. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich den Brief jetzt gerade lesen will hier vom 4. Oktober 25. Geburtsdatum. Torso von dem Ding ist ziemlich dünn. Oh, unarmed. Okay. Dass das noch gelebt hat, nachdem es einen Arm abgeschossen hat und so über den Boden gerobbt ist und so. Das war schon ein bisschen cool. Ich habe Angst, dass das gleich wieder aufsteht, das Ding. Helen Bridges, 4.10.25. OT, ich weiß nicht, was OT bedeutet als Beruf. Verstorben? Irgendein Schlaganfall, keine Ahnung. Okay, der persönliche Safe. Okay. Da wüsste ich ja ein paar Zahlen, die man hier eingeben könnte. Eine junge Frau, die ihren Geburtstag feiert. Ein Kind. Kann nicht älter als 3 oder 4 Jahre alt sein. Der 30. Geburtstag war das wahrscheinlich. Mehrere Mädchen, die ihren Abschluss feiern. Eine davon sieht sehr schwanger aus. Aha! Muss ich das Geburtsdatum des Kindes rausfinden? Health UK confirming Helen new patient details. Her name is listed. Wartet, ich schreibe mir das mal schnell auf. Ich schreibe mir mal alle Zahlen auf. Wir haben hier... Na, ich muss es nochmal sehen. Geburtsdatum von der Helen hier ist der 4.10.25. Die wird nächstes Jahr geboren. Hi, Thomas. Jetzt passt auf. Ich weiß halt jetzt nicht, wann... Ah doch, warte mal. Da ist ein Diplom irgendwo im ersten Zimmer gewesen, ne? Universitätsdiplom. Steht da ein Datum drauf? Doktor der Medizin. Da steht kein Datum drauf? Nee, schade. Das hätte mir jetzt geholfen, weil dann wüsste ich, wann der Abschluss war. Aber brauche ich vielleicht gar nicht. Aber andererseits wahrscheinlich schon. Wie soll ich denn das Geburtsdatum von den Kindern sonst rausfinden? Ich kann ja mal ihren Geburtstag versuchen. Hier, aber das Bild irritiert mich, ne? Da war sie 30. Das war also wahrscheinlich 2055. Und da war ihr Kind 3 bis 4 Jahre alt.
Das heißt, ihr Kind ist wahrscheinlich 51, 52 geboren. Ja, ich habe die Tür zugemacht einfach damit, weil wegen Hund und allem laut. Das Spiel ist zu gruselig für Hintergrundgeräusche. Ich habe mich jedes Mal erschreckt. Wie ist Holy eigentlich so von den Kohlehydraten her? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Da müsstest du selber mal nachschauen. Aber ich weiß, dass die zuckerfrei sind. Und insofern glaube ich da nicht wirklich Kalorien oder Kohlehydrate haben dürften. Ich wüsste nicht, wo Kohlehydrate sonst herkommen könnten in den Holy Ice Teas. Energy Drinks wahrscheinlich das gleiche. Aber müsstest du mal selber gucken. Aber ich glaube, dass da nicht viel los ist, kohlehydratmäßig. So, jetzt passt mal auf. Ich versuche jetzt einfach mal ihr Geburtsjahr. 2025? Das stimmt nicht. Dann versuche ich mal vielleicht... Ne, es geht nur ihr Geburtsmonat mit Jahreszahl. Okay, dann versuchen wir das Geburtsjahr des Kindes. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich 2051 oder 2052. Ja. Ein großer Metallschlüssel. Nehmen wir. Alter Schlüssel. Steht da was drauf? Ja, Spare Gate. Wartet mal, muss ich nochmal kurz gucken. Die wurde aber schon gegessen hier, ne? Das Monster hat die aufgegessen. Die Frage ist, war die schon vorher tot? Wahrscheinlich, oder? Wer weiß, ich habe Angst. Ja, nachladen ist eine gute Idee. Aber eigentlich wollte ich ins Menü gehen. Und mir den Schlüssel nochmal genau anschauen. Ein Eisenschlüssel. Spare Gate. Also Ersatztor oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir... man kann auf den Boden stampfen. Das ist gut zu wissen. Die Geräusche kommen komisch. Verzögert. Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendeinen Schlüssel für irgendein Tor, aber bei den Eisentoren ist ja irgendwie das Schloss zugeschweißt, ne? Ich habe Angst. Jetzt sind wahrscheinlich überall Gegner. Jetzt ist der Damm gebrochen. Jetzt geht's los. Aber wo gehen wir jetzt hin mit unserem Schlüssel? Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Weil das sind ja alles elektronische Schlösser hier. Ich könnte mich nicht erinnern, dass wir irgendwo was gefunden haben, wo wir einen Schlüssel brauchen. Oh. Ich habe mich verdrückt. Okay, ich sollte vielleicht nicht stampfen. Solange sie noch sich bewegen. Jetzt kann ich stampfen. Okay, dass hier ein Gegner war, heißt, er sagt mir wenigstens, dass wahrscheinlich... ich hier richtig bin. Oh Gott, jetzt sind sie zu mehrt. Oh, wir haben keine Munition mehr. Eieiei, na dann heißt's jetzt mit dem Knüppel draufhauen, ne? Let's go. Ich habe keine Angst vor Gespenster. Dammit. Ich habe schon ein bisschen Angst vor denen. Okay, gut. Okay, Kampfsystem ist leicht clunky, aber funktioniert. Funktioniert gut. So, wo sind die hergekommen? Haben die eine neue Tür geöffnet oder sind die einfach random gespawnt? Ich glaube, hier war schon immer offen, ne? Kann ich jetzt bitte die Munition nehmen, wo ich keine Pistolenmunition mehr habe? Ich weiß nicht, für was die Kisten sind. Ganz komisch.
Eieieiei. Danke fürs Öffnen der Tür, I guess. Ich hoffe, das Ding kann nicht kaputt gehen, weil wir sind sehr effektiv damit. Mit den Gegnern werden wir fertig. Habe ich das Gefühl. Okay, ich glaube, es ist tot. Okay, mit Gegnern spart das Spiel nicht anscheinend, kann man schon mal sagen. Riecht so, als ob hier jemand gestorben wäre. Sieht auch so aus, als ob hier jemand gestorben wäre. Ich habe mich gerade im Badezimmer, habe ich mir gedacht, hä, warum ist denn die Steuerung so komisch? Und habe gar nicht gecheckt, dass ich immer noch den Gegner-Anvisier-Knopf fest umklammert hatte. Ein alter Röhrenfernseher. Hier haben wir wieder ein Skelett, ein bisschen Pistolenmunition, sehr gut. Die würde ich mir jetzt fast ein bisschen aufheben, die Pistolenmunition, ehrlich gesagt. Oh, da stehen leider alte Kisten, deswegen können wir den Raum unmöglich betreten. Benutze Knüppel mit Zombie, ja, ganz genau. It's super effective. Okay, kann ich da jetzt wirklich den Schlüssel benutzen? Anscheinend. Okay. Wie war denn, wo war denn gleich nochmal die schnell... Irgendwo hatten wir doch so eine schnelle Menütaste. Ah ja, genau, das ist gut. Von wo sind wir denn gekommen? War das wirklich noch ein Stockwerk tiefer? Weil dann will ich nochmal zurück. Ich will mal gucken, ob wir mit dem Hammer jetzt vielleicht unten auch den Schlüsselkasten da aufbrechen können. Ah, nicht mit dem Schlüssel, mit dem Hammer. Ja, funktioniert. Perfekt. Guckt euch das an. Was haben wir denn hier? A long key, old... Okay, wir haben irgendeinen Schlüssel. Und eine Karte, ein Kartenlesegerät. Nehmen wir mal mit. Magnetisches Kartenschreibgerät und GF-Gate-Schlüssel. Und eine Notiz. Eine Notiz für den Kartenschreiber. Chasey. Ich habe endlich alle Schlösser abgegradet. Der einzige Bewohner oder Bewohnerin, die sich gewehrt hat, war diese Verrückte in 14. Schauen wir mal, ob der Hausmeister da irgendwas machen kann in Bezug auf ihn. Aber behalt den Remapper, bewahr den bitte irgendwo auf, wo es sicher ist. Wenn du das nächste Mal deine Karte verlierst, dann benutze den Meisterknopf und lösche alle Spare-Room-Karten. Also alle Ersatzschlüssel-Karten, basically. Ich werde... I rewrite the card. Genau, ich werde dann die Karten überschreiben. Wenn dir irgendwie die Kids im zweiten Stock Ärger machen, dann ruf mich an. Gezeichnet K. Okay, heißt das, wir können jetzt theoretisch in so gut wie alle Räume gehen, weil wir mit dem Kartenschreibgerät jetzt die Karten überschreiben können. Oh Gott, was ist das für ein weirder Grafikfehler, der da reinkommt. Wenn ich den jetzt kombiniere mit der Karte, die wir schon haben. Master Room Key added to inventory. Dann haben wir jetzt den Master Room Key und damit können wir jetzt wahrscheinlich alle Türen öffnen, außer die von dem verrückten Kerl in 44. Und vielleicht hat ihm das ja das Leben gerettet. Vielleicht treffen wir den ja. Interessant. Okay, ich muss mal eine ganz kurze Pinkelpause machen. Ich habe zu viel Holy getrunken. Ich bin sofort wieder da. So. Ich mag
die Stelle, an der wir jetzt in dem Spiel sind, ganz gern, glaube ich. Weil jetzt haben wir quasi die Schlüsselkarte, um im Grunde so ziemlich alle Zimmer zu betreten. Und das heißt für uns auch, dass wir basically jetzt ganz viele neue Überraschungsboxen haben, die wir öffnen können. Das gefällt mir immer gut in solchen Spielen. Das mag ich auch immer an Silent Hill sehr gerne. Die machen das ja auch ganz oft, dass man quasi Gebäude betritt, in denen es dann mehrere Stockwerke mit ganz viel Räumen gibt. Und jeder Raum ist so ein bisschen eine Überraschungsbox. Kann gut sein, kann schlecht sein, kann uns ein Level abbescheren oder auch töten. Man weiß es immer nicht. Das finde ich cool. Das ist cooles Game Design. Das Spiel hat eine echt gruselige Atmosphäre. Ich bin da schon jetzt deep drin irgendwie. So, dann würde ich fast sagen, gehen wir jetzt nochmal in den ersten Stock und schauen mal. Da gab es, glaube ich, noch Türen. Moment mal, von der Seite kann ich es nicht öffnen? Doch, oder? Ich muss nur den Schlüssel wieder benutzen. Jetzt haben wir hier zwei. Moment, ich kann den jetzt hier nicht öffnen. Okay, wartet. Okay, kann ich vielleicht mit dem Hammer diesen Schaum weghauen oder so? Nee. Wegbrennen? Nee. Wegkloppen? Achso. Nee. Kommen wir jetzt so nicht mehr? Naja, okay. Ich habe da eine Umfrage für alle Leute im Chat. Hey, du bist sogar Mod, ne? Ich glaube, du kannst wirklich Umfragen machen. Aber frag mich nicht wie. Ach doch, die Umfrage läuft ja sogar schon. Ich sehe es. Alle an der Umfrage teilnehmen, die auf Twitch sind. Auf YouTube gibt es die leider nicht. Merlin hat eine Umfrage gestartet. Dann kommen wir jetzt hier aber auch nicht rein, oder? Doch. Ach so. Ach so. Hello, motherfucker. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt, dass da irgendjemand Hello sagt, wenn ich da reingehe. Okay, jetzt passt mal auf. Weil dann muss ich vielleicht den Long-Schlüssel benutzen und nicht den anderen. Ich habe mich gerade im Stockwerk einfach nur getäuscht. Doesn't fit. I guess this key was just for the first floor. Ach so. Nee, okay, und dann passt schon. Dann gehen wir hier noch mal rein. Ich habe Angst. Thank you. Wer Bling sagt, muss auch What are you buying sagen. Okay, hier ist eine verschlossene Tür. Die sollten wir jetzt mit unserem Meisterschlüssel eigentlich öffnen können. Da steht aber, die Tür ist mit einem elektrischen Schloss verschlossen und ich werde nicht ins Menü geschickt. Ah, funktioniert aber trotzdem gut. Nein, nicht schon wieder. Danke, Slenderex, für 100 urheberrechtsverletzende Bits. Okay, in der Badewanne sind lauter kleine Knochen. Der Geruch von Bleiche liegt in der Luft. Okay, das wirkt aber dann so, als wäre da irgendwas oder irgendjemand absichtlich noch von Menschenhand oder zumindest von irgendeiner Intelligenz getötet worden. Ach, guck mal, hier brennen auch noch Kerzen, also... Hier war definitiv noch vor kurzem irgendjemand. Okay, hier hängt überall Knochendeko. Okay, hier hatte jemand seinen sehr bizarren Spaß. Das weiß ich nicht, ob das die Monster sind.
Ich habe jetzt noch, weiß ich nicht, ob das besser oder schlimmer ist. Hallo? Weirder Mörder? Ich hasse mir vorzustellen, was hier in diesen Räumlichkeiten passiert ist. Mit den Toten schlafen. Einige Leute sind wirklich komplett krank. Ich glaube, ich behalte zwar meinen Prügel, aber nachladen könnte man mal, oder? Die Schublade ist voller Insekten, Kerzen und verschiedene Kräuter. Okay, hier hat einfach jemand irgendwie Knochen aufgehängt und in der Badewanne, also so wie es aussieht, ich weiß jetzt nicht, weißt du, vielleicht, es könnte sogar sein, dass der kein Mörder war, der hier gelebt hat. Es könnte sein, dass der nur unter Anführungsstrichen die ohnehin schon toten Leute gesammelt und dann in seiner Badewanne aufgelöst und die Knochen gereinigt hat und dann die Knochen hier aufgehängt hat. Es könnte sein. Okay, 64% von euch hören den Pixelwerk-Podcast. Das heißt, 36% für euch habe ich eine Empfehlung. Hört den Pixelwerk-Podcast. Mein neuer Podcast, quasi mein Nachfolgerprojekt von Coffee Cake and Games. Ohne Michael, dafür öfter mit Merlin. Und der ist sehr gut. Mehr Werbung machen. Es ist tatsächlich so, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, ich habe ja vorletzte Woche, hatte ich jetzt mal eine Werbung in einem Resident Evil Video für die Streams und für die Let's Plays. Und ich möchte aber auch noch eine Werbung machen. Oh, da liegt ein Kopf. Oh mein Gott, ich habe anscheinend irgend so ein Monster geköpft. Die bleiben liegen. Okay, irgendwie cool. Ich möchte auch so Werbungen jetzt auf meinem Hauptkanal für den Podcast und so weiter machen. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, dass ich meine Projekte besser verknüpfe. Weil ich habe jetzt auch im Podcast schon zweimal die Beschwerde bekommen. Nee, warte mal. Einmal war es so, dass sich wirklich jemand beschwert hat, dem Podcast, von wegen so, ich höre den Podcast schon eine ganze Zeit und ich wusste gar nicht, dass du einen Kanal hast. Mach doch mal ein bisschen Werbung hier. So von wegen. Und ein anderes Mal hat jemand unter eine Folge vom Podcast geschrieben, du hörst dich an wie dieser Landsquid Bird Rider. Und das fand ich auch witzig. Und das hat mir wieder gezeigt, dass ich da wirklich mehr drauf aufmerksam machen muss, auf meine verschiedenen Projekte. Also falls ihr jetzt zufällig hier über den Stream gestolpert seid oder zufällig über den Let's Play-Kanal, ich habe einen Hauptkanal, Landsquid Bird Rider, auf dem mache ich sehr viel Fallout und Resident Evil Stuff. Aber auch andere Sachen, Videospiel-Lore und Infovideos und Fun-Facts und was weiß ich was. Und ich habe einen Podcast, Pixelwerk, Videospiel und Nerd-Podcast. Alles anhören und schauen. Let's go. Ich hatte gerade unter der Dusche eine gute Idee für einen Podcast-Adventskalender. Oh Gott, willst du tägliche Podcasts aufnehmen? Wir schaffen es nicht mal wöchentlich. Wir schaffen es nicht mal ordentlich wöchentlich, die aufzunehmen. Aber sag, was ist denn deine Idee? Du hörst dich wirklich wie der Landtintenfischvogelreiter an. Seid ihr verwandt? Ja, das ist mein böser Zwilling. Wird noch nicht verraten, aber mir verrätst du es nachher schon, oder? Nach dem Stream. Das wäre blöd, wenn ich das auch nicht weiß. Okay, du könntest mir nicht genug Geld geben, dass ich hier dusche. Ich glaube, ich würde es machen. Kommt aufs Geld an. Ich meine, hier sind auch Monster, die einen umbringen. Und ich muss schon sagen, ich glaube, nackt hätte ich noch mehr Angst vor Monstern. Ne, weil Kleidung schützt schon auch ein bisschen. Das ist, glaube ich, schon so. Wenn ich komplett nackt wäre, hätte ich noch mehr Angst vor denen.
Und hier zu duschen ist schon sehr unangenehm. Da geht's mir gar nicht so sehr um den Dreck, sondern eher um das Schutzlossein währenddessen. Zu viel Psycho geguckt. Aber für 800 Millionen aufwärts. Ab 800 Millionen. Ich weiß, das klingt random, aber ab 800 Millionen können wir drüber reden. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Hey, weil ich safe sterbe. Wenn ich in so ein Haus gehe voller Monster, die mich fressen wollen, und mit einer Leiche im Zimmer nebenan, nee, ich glaube, ich würde es einfach nicht machen. Ich glaube, ich stimme ihr zu. Alice Hart, 29.04.15, Sozialarbeiterin. Akute Unterernährung, die ist verhungert. Wie wir vorher auch schon gelesen haben, dass viele Leute hier verhungert sind in der Quarantänezone. Wurde halt quasi, nachdem da der Ausbruch war, einfach abgesperrt. Und ja. Ja, ne, eben, das denke ich mir auch. Das denke ich mir eben auch, Schwenny. Wenn schon für sowas, was, wo man sein Leben riskiert, Geld kriegen, dann muss es so viel sein, dass ich definitiv ausgesorgt habe und mir nie wieder Gedanken um irgendwas machen muss. Also finanziell. Nie wieder. Ansonsten vergiss es. Moment mal, die Tür hier wird mir rot angezeigt, aber die ist offen. Heißt das, ich war da noch nicht drin oder ich war da schon oder ich muss da rein oder was bedeutet die rote Tür? Ah, hier können wir runter. Wollen wir runter? Bin mir nicht sicher. Ich gehe noch mal da runter. Zur Bombe. The door is jammed, stand da. Okay, das heißt, da wird mir die Karte auch nicht helfen. Nee. Moment, war das da, wo ich durch das Loch im Bad gekrochen bin? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ich dachte schon, ich kann da nicht mehr durch. Nee, 3 Millionen, vergiss es. 3 Millionen ist gar nichts mehr. 3 Millionen ist einfach nichts mehr wert. Mit 3 Millionen hast du nicht ausgesorgt. Also nicht hundertprozentig, nicht zuverlässig. Dafür riskiere ich safe nicht mein Leben. Schon gleich gar nicht in so einem Horror-Environment hier. Ne, vergiss es. Für 3 Millionen... Bei den aktuellen Preisen kaufst du dir dafür 2 Häuser. Naja, gut, kommt drauf an. 3, 4 kriegt man schon, das stimmt. Aber ja, nee. 100 Milliarden, ja, das wäre schon eher ein Preis, wo man drüber nachdenken könnte. Das wäre gut. Da könnte man tatsächlich die Welt verändern damit. Da geht es dann auch über das eigene hinaus, ne? Da kann man dann denken, okay, aber stell dir mal vor, was ich mit dem Geld alles noch machen könnte. Was ich alles Gutes tun könnte. Was für einen Einfluss ich nehmen könnte. Was für einen positiven, hoffentlich, hoffe ich doch mal. Naja. Das ist dann schon viel. Mit 3 Millionen kann ich mein Haus abbezahlen. Ja, aber würdest du dafür, stell dir vor, also, come on. Danke für den Quack, Slenderex. Du musst dir wirklich vorstellen, du gehst in dieses Horrorhaus, in dem irgendwelche Zombie-Monster unterwegs sind, die dich essen wollen. Gehst dann da in einen Raum
unabgeschlossen, offen. Die Monster können theoretisch jederzeit reinkommen. Da liegen Leichen rum. Es ist super unhygienisch. Da sind Scherben und Spritzen am Boden und was weiß ich was. Und du ziehst dich aus und nimmst eine Dusche und ziehst dich wieder an und gehst wieder raus. Dafür, dass du dein Haus abbezahlen kannst. Nein, sehe ich nicht. Weil wahrscheinlich stirbst du halt. Das ist halt der Haken an der Sache. Nee, 3 Millionen, viel zu wenig. Dann ja. So, ich weiß jetzt leider nicht, wo wir hin müssen. Perfekt. The Big Cheese. Ja, ich bin gespannt, ob es Bosse gibt in dem Spiel. Eine gute Frage. Ob es ja auch einen Big Cheese gibt. Klingt wie ein normaler Arbeitstag, nur besser bezahlt. Na gut. Was machen wir denn jetzt? Ich muss mal ins Inventar gucken. Hey, ich hab so eine Holztischplatte und hier ist von der Kante so ein kleiner Splitter abgerissen. Und jetzt ist hier so eine Stelle, wo ich immer wieder hängen bleibe. Also das, ne, ich reiß mir die Haut oder die Kleidung nicht ein, aber es ist immer wieder so unangenehm. Das wird noch problematisch, die Stelle. Ich muss die so schnell wie möglich schleifen. Und damit meine ich hoffentlich irgendwann dieses Jahr noch. Langweilig. Eben. Danke für die Bits, Slenderrex. Also, wir haben die Master Room Schlüsselkarte. Wir können alle Türen öffnen. Aber ich dachte, ich war schon überall drin. Wir haben einen weiteren Schlüssel bekommen. Da steht GF Gate drauf. Und da steht, genau, Spare Gate. Aber was ist das GF Gate? Das Girlfriend Gate. Wir haben eine Batterie, ich weiß nicht für was, die ist auch noch damaged, kaputt. Hammer. Wir haben ein Feuerzeug, das wir auch noch nie benutzt haben. Okay, wir müssen jetzt mal systematisch nochmal alles durchgehen. Das hier ist jetzt, in welchem Stockwerk sind wir hier eigentlich? Die Karte ist leider wirklich nicht gut, ne? Also ich bin überfordert. Aber ich gehe jetzt mal hier hinten hin. Die Tür ist verbarrikadiert. Da können wir rein. Ich gehe jetzt nochmal alles ganz kurz ab. Nur mal nochmal gucken, welche Räume das gleich nochmal waren. Vielleicht finde ich sogar den Raum, wo man speichern kann. Ich gucke auch ein bisschen, ob wir vielleicht was übersehen haben. Na gut, nix wie raus hier. Nächster Raum. Die Frage, ich bin immer noch bei dieser, für wie viel Geld würde ich da drin duschen, Frage. Die Frage ist auch, was passiert mit dem Geld, wenn ich sterben sollte? Ich finde das wichtig. Kriege ich basically trotzdem das Geld, kann ich so oder so über das Geld verfügen und sagen, was damit passieren soll. Das wäre vielleicht nochmal so ausschlaggebend eventuell. Bekommt der Staat. Ja, nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Aha, genau. Wir hätten hier jetzt noch einen Schlüssel. Dafür bräuchten wir aber irgendwas, mit dem wir da runterangeln könnten. Aber da haben wir jetzt nichts an Items, oder? Was uns da hilft. Ich könnte den Stock... Nee, den könnte ich nicht mal benutzen. Nee, okay, passt. Na gut, dann... Aber das muss ich mir merken. Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf einen Notizzettel, weil sonst finde ich den Raum nie wieder.
Zum Glück sind die Räume nummeriert. GF8 Guardian Force. Sagt mir nix. Also, jetzt wartet mal schnell. Ich fange nur einen Zettel für das Spiel an. Hollow Body. 2.14 Loch im Boden. Schlüssel. Okay. Irgendwann, wenn wir eine Angel gefunden haben, kommen wir wieder. Gut, dann bin ich jetzt den Gang hier einmal durchgelaufen, oder? Von einem Ende zum anderen. Dass ich diese wartet mal. Munitionskisten. Ich weiß, wisst ihr, was ich noch nicht versucht habe? Drauftreten. Das ist... Ich kann die vielleicht zerstören. Indem ich drauftrete. Da habe ich nicht dran gedacht. Wenn wir wieder eine finden, versuche ich es mal. Und dann kriege ich vielleicht was. Ja, ich weiß schon. Ich weiß nicht, was Guardian Force ist. Oder ist das... Ach so, ich dachte, das war irgendein Insider, irgendein Gag wegen irgendwas. GF8. Das sagt mir nichts. Da ist die Social Workerin. Hier ist aber sonst auch nichts. Final Fantasy 8. Und in Final Fantasy 8 gibt es die Guardian Force, I guess. Ich habe gerade auf dem Handy Werbung von Blue Bricks bekommen, wo das Atomkraftwerk Tschernobyl für 60 Euro zu haben ist. Ich weiß nicht, was Blue Bricks ist, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was, in welchem Kontext man da das Atomkraftwerk kaufen kann. Ist das sowas wie Lego? Ich weiß nicht. Es kommt, finde ich, ganz stark darauf an, ob ich das geschmacklos finde oder nicht. Ist sowas wie Lego, okay. Weil einerseits kommt glaube ich, darauf an, wie man damit umgeht. Ist das zerstört? Ist das in zerstörtem Zustand oder nicht? Guck mal, da ist so ein Pfeil. Aber ich komme da nicht weiter, wo der Pfeil hin zeigt. Was will mir der Pfeil eigentlich sagen? Ich verstehe das alles nicht. Und warum ist die Tür hier rot? Geht's noch mal runter. Beides in einem zerstört und nicht zerstört. Ich glaube, ich finde es nicht schlimm, dass es ein Set von Tschernobyl Atomkraftwerk gibt. Vielleicht so, weißt du, so im Sinne von Mahnmal. Andererseits ist es natürlich eine Kommerzialisierung von der Katastrophe, ne? Das ist schon nicht so geil. Ja, okay. Okay, Achtung, wir haben eine Kiste und ich trete sie und es hat funktioniert. Und wir haben Pistolenmunition, die wir aber irgendwie nicht aufheben können. Nee, okay, ich habe meine Meinung geändert, ich finde es auch geschmacklos. Ja, ich habe drüber nachgedacht und bin zu dem Urteil gekommen, finde ich nicht gut. Okay. Ah, jetzt kann ich sie aufheben. Na, Gott sei Dank. Müssen wir irgendwie was machen? Device is damaged beyond repair. Dass wir hier weiterkommen. Ich weiß es nicht. Ich gehe nochmal in alle Räume hier unten. Ah ja, hier ist der Knochenmann.
Aber was mich ein bisschen fertig macht an dem Knochenmann-Apartment, sind die Kerzen, die hier überall stehen. Weil das sieht so aus. Silent Bob, dankeschön für die Bits. Weil das wirkt so, als ob der Knochenmann noch irgendwo hier wäre. Der ist noch nicht weit, der ist noch nicht lange weg hier. Der Pfeil ist eine Etage unter dir. Ja, ne, sieht so aus. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Aber wie komme ich denn noch tiefer überhaupt? Ich war noch nie tiefer. Wir sind jetzt im ersten Stockwerk. Jetzt kommt's auch drauf an, wie das Gebäude zählt. Ist das erste Stockwerk quasi das Erdgeschoss? Oder gibt's hier wirklich ein Erdgeschoss? Weil ich glaube, wenn, dann war ich noch nie im Erdgeschoss. Ich stehe auf dem Schlauch. Wir haben einen Schlüssel, der nirgends passt, gefunden. Und einen Kartenreader, mit dem wir alle Türen öffnen können. Aber ich glaube, es sind alle Türen geöffnet eigentlich. Genau, hier hat uns ja ein Monster die Tür aufgemacht, da waren wir auch schon drin. Da kommen wir nicht weiter, weil da Kisten sind. Hüfthohe Kisten. Das schlimmste Hindernis. Warum haben manche eigentlich einen Balkon und andere nicht? Das ist voll unfair. Aber ich schätze mal, das ist halt so. I guess. Ich überlege mir gerade, das so Game Design technisch vorzustellen. Wo wollen die mich hinführen? Die haben mich zurückgeschickt zu dem Verteilerraum, also zu dem Raum, in dem wir auch gekommen sind. Da geben sie mir den Generalschlüssel für alle Zimmer und einen großen Schlüssel, der normalerweise für die Stockwerktüren ist. Aber ich komme nicht zu irgendeinem anderen Stockwerk-Ding. Schon eine andere Stockwerktür. Und die eine Tür, wo ich hin... ist erster und zweiter Stock. Ich habe noch keinen Weg in ein anderes Stockwerk gefunden, wo ich den Gitterschlüssel finden würde. Und den Strom für den Aufzug habe ich auch nicht wiederhergestellt. Und ich wüsste auch nicht, wie ich den wiederherstellen könnte. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann aber nicht die Türen hier aufhauen, oder? Nee, das wär's. Das wäre super. Das wäre super dämlich. Also wenn ich das nicht gecheckt hätte. Genau, die Tür ist einfach so aufgesprungen, als ich die Waffe rausgezogen habe. Ach nee, das war die Tür, in der wir unser erstes Monster getroffen haben. War das die gleiche? Weiß ich nicht. Das Safe-Rätsel ist gelöst. Hi, das ist der Drillgun. Hallo. Was geht? Na schön, keine Ahnung. Game over, würde ich sagen. Game over, pal. Die Tür da hinten ist auch rot. Die ist auch verbarrikadiert. Ich verstehe nicht, warum manche Türen rot sind. Aber es sind nicht alle verbarrikadierten Türen rot. Und es sind auch Türen rot, durch die ich durchgehen kann. Guck, die ist genauso verbarrikadiert. Die ist nicht rot markiert. Hä? Was habe ich irgendwo... Gibt es irgendwo hier auf der Karte zufällig so eine Legende oder sowas? Die mir sagt, was mir die ganzen Symbole sagen wollen. Was sagen mir die roten Türen? Heißt das, da kann ich nicht hin? Da sollte ich hin? Was sagt mir der Pfeil? Ich gehe noch mal ins Treppenhaus jetzt. Ich glaube, ich gehe ins Treppenhaus. Treppenhaus müsste da sein, oder? Ich weiß es nicht mehr. Gibt zum Glück nur 4 Möglichkeiten. Ich muss echt mal gucken, ob ich irgendwie in ein anderes Stockwerk komme. Also Aufzug geht immer noch nicht, oder? Ich habe nicht irgendwo den Strom wieder... Nee, habe ich nicht. Die Tür ist verbarrikadiert. Durch die Tür kommen wir nicht durch, mit keinem Schlüssel. Ich kann das nicht benutzen.
Ich kann den nicht benutzen, weil da irgend so ein Schaum ist. Ich kann den nicht benutzen. Ich kann die kaputt... Moment. Ich kann irgendwas mit der kaputten Batterie... Nein, hau ab. Ich kann irgendwas mit der kaputten Batterie machen. Ich kann Batteriesäure benutzen, um den Schaum zu lösen. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wenn ich da jetzt nicht random das probiert hätte. Nie. Nie wäre ich da drauf gekommen. Das ist schon ein ganz schön hartes Rätsel, oder? Dass ich eine kaputte Batterie finde und dann soll ich drauf kommen, dass ich Batteriesäure benutze, um irgend so einen Schaum zu lösen, der da den Durchgang versperrt. Das finde ich schon knifflig. Okay. Wäre ich niemals drauf gekommen durch Nachdenken. Vergiss es. Okay. Sehr dunkel. Die Badezimmer sind immer lame, oder? Aber wir haben schon einen Geheimgang hinter einer Heizung in so einem Badezimmer gefunden. Also sollten wir uns vielleicht umschauen. Okay. Schimmliges Geschirr. Uiuiui. Ui, ui. Die Leichen von den Leuten sehen schon immer krass aus, ne? Ben Bricewell. Im Verkauf tätig. Irgendwas mit dem Herz oder so. Armer Kerl. Der wurde auch wieder von so einer Stange aufgespießt, oder? Ich habe da so meinen Verdacht. Vielleicht war es der Knochenmann. Vielleicht ist der Knochenmann hier durch die Gegend gelaufen und hat Leute mit Eisenstangen aufgespießt. Zumindest kann man sich aufgrund des Knochenmanns und aufgrund der aufgespießten Metallstableichen, ist ja schon die zweite Person, die einen Metallstab im Körper hat, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, was hier, und dass hier Leute auch verhungert sind, ne? Kann man sich schon vorstellen, was hier in dieser Quarantänezone in diesem Gebäude hier so passiert ist. Nach der Abriegelung. Ui! Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich nice. Subtil. Da ist gerade eine dunkle Gestalt hier den Gang entlang geschlittert. Und jetzt wird sie niedergeknüppelt. Da kennt unsere Hauptfigur nichts. Aber ich gehe mal zurück, weil ich will systematisch hier durchsuchen. Sonst komme ich durcheinander. Wir waren jetzt hier drin. Okay, weiter geht's. Ich wollte nur schon mal den Gegner ausschalten, damit ich den nicht vergesse und der uns dann irgendwie in den Rücken fällt blöd. Oh, da ist die Rolllade hoch. Köstlich. Und das ist auch der Pfeil, wo wir lang sollen. Aber ich schaue mich jetzt hier erst um. Ich will einen Speicherpunkt, bitte. Bitte gib mir einen Speicherpunkt. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Ich habe Angst. Ja, und trinken muss ich dann auch wieder. Da hast recht. Okay, hier ist irgendein Julian Goldberg gestorben. Ein Datenanalyst. 05 geboren. Irgendwie, glaube ich, Hauptschlagader kaputt. Aber ich sehe den gar nicht. Ah, hier. Und wir haben einen Brief gefunden. Lautstärkebeschwerde. Na, die Beschwerde kommt auch aus harmloseren Zeiten, ne? Ich habe ihnen gesagt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sie haben die Unverschämtheit, mir zu sagen, das sind nur die Rohre. Naja, ich bin vielleicht nicht Captain Obvious, aber ich habe die Rohre schon überprüft.
die Rohre fangen nicht einfach um 2 Uhr morgens an, Geräusche zu machen. Ich schwöre zu Gott, dass wenn ich da oben über mir nochmal so poltern höre, dann... I'm going up there myself to give them a pipe of my mind. Ja gut, dann werde ich denen eine Röhre, eine Leitung von meiner Meinung geben. Das kann man schwer übersetzen. Ist ein Wortwitz, weil die Pipes die Geräusche machen sollen. Und er sagt, na dann zeige ich denen mal eine Pipe, so ungefähr. Diese verdammten Idioten. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer über ihm war. Das wäre jetzt interessant. War über ihm der Knochenmann, der um 2 Uhr morgens seine Opfer zersägt hat? Ekelhaft, davon berührt sie nichts. Du könntest, jetzt kommt das nächste. Gerade sagt sie, you couldn't pay me to shower here. Und jetzt sagt sie, you couldn't pay me to sleep here. Das wird nochmal wesentlich teurer. Hier zu duschen wäre schon echt eine Herausforderung, aber zu schlafen, hier drin zu schlafen. Ja. Nee. Nee, ich glaube, da sind wir wirklich an einem Punkt, da gibt's keinen Geldbetrag, für den ich hier schlafen würde. Come on, du bist doch hundertprozentig tot. Über einem wohnt irgendjemand, der Leichen sammelt und Knochen aufhängt. Überall streifen Zombies durch die Gänge. Und falls du das überlebst, kommst du wahrscheinlich irgendwie mit einer schweren Infektion hier raus oder so. Ich weiß es nicht. Vergiss es. Vergiss es einfach. Da bin ich nicht dabei. Nope. Vergiss es doch einfach. Hier drin riecht es nach Tod. Ja, glaube ich. Ja. Es ist auch... In jedem Zimmer müsste es nach Tod riechen, wahrscheinlich, ne? Okay. Okay, sie haben immer gesagt, Fernsehen ist schlecht fürs Gehirn. Dafür werde ich mit Sicherheit verflucht werden oder sowas. Weil ihm der Fernseher aufs Gesicht gefallen ist, ne? Das ist der Joke an der Sache. Ich habe wirklich schon lange kein Telefon mehr gefunden, mit dem ich speichern kann. Kann ich an roten... Die roten Lampen sehen so aus, als sollte man speichern können, finde ich, ne? Oh, a pipe. Oh, wisst ihr was? Wir haben doch so viele Leichen gefunden mit Pipes im Körper. Und der hat doch gerade gesagt so, hey, wenn die sich nochmal beschweren, dann zeige ich denen eine Pipe. Naja. Ich sehe da möglicherweise einen Zusammenhang. Okay, bevor wir durch die Roulade kriechen, gehen wir jetzt erstmal da hoch. Ich kann es nicht mehr richtig sagen. Ich kann es, selbst wenn ich wollte, kann ich das nicht mehr richtig sagen. Rollladen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist und bleibt eine Roulade jetzt für mich. Rollladen, oder? Das klingt so falsch für mich. Rollladen. Was für ein dämliches Wort ist denn das? Okay, jetzt wiederholen sich die Sätze. Und wir haben noch ein Heilspray gefunden. Das ist nett. Ein altes Videotelefon. Ein Television Set. Oh, hier ist wieder wer verstorben. Aber wir kriegen leider so eine Anzeige nicht bei jedem Skelett, ne? Co-Star mit Doppel-R. Content Creator. Was? Ich kann das nicht lesen, was da unten für ein Wort steht. Foraging Substance Mercury. Foreign Substance, foreign... Also irgendwie...
Was ist Mercury im Deutschen? Ist das Quecksilber? Ist er durch Quecksilber irgendwie gestorben oder sowas? Foreign Substance Mercury. Da ist so ein Bindestrich dazwischen. Ich verstehe es nicht. Egal. Jalousie. Aber Jalousie ist ja wieder was anderes. Okay, wir haben einen Tagebucheintrag. Mittwoch, 6. September. Da könnte man jetzt wahrscheinlich im... Oh, ich versuche das jetzt mal. Wartet mal. Ach nee, kann ich jetzt gerade nicht. Aber warte, ich versuche das jetzt mal. Das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht können wir rausfinden, in welchem Jahr das Spiel spielt, wenn wir gucken, in welchem Jahr so um die 2060er rum oder nach 2060 ein 6. September ein Mittwoch ist. Ach so, nee, dann finden wir nur raus, in welchem Jahr dieses Tagebuch geschrieben wurde. Aber das interessiert mich gerade. Jetzt passt mal auf. Der 6. September ist ein Mittwoch. Nicht 60. Nicht 61. 62. Im Jahr 62 ist der 6. September ein Mittwoch. Und dann lange nicht mehr. Dann erst wieder 68 könnte auch wieder sein. Nee, stimmt gar nicht. Na doch, stimmt schon. Nee, stimmt gar nicht. Da überspringt dann plötzlich. Okay, okay. Krass. Nee, da muss der Eintrag fast von, was habe ich gesagt, 63 sein. Vielleicht ist das wichtig. Vielleicht ist das ein Rätsel. 62. Genau. Muss fast von 62 sein. Also, was steht jetzt da? Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, Laura und dem kleinen Chris beim Umziehen zu helfen. Hab im alten Shoppingcenter gearbeitet. Fancy had chance of Chris sleeping through the night with all that going on. Also sie glaubt nicht, dass Chris irgendwie durchschlafen wird die Nacht mit allem, was so passiert drumherum. Sie haben den lokalen Anwohnern gesagt, sie sollen ihre Fenster geschlossen halten, da Leute rund um die Uhr arbeiten werden. Die machen nicht unbedingt einen guten ersten Eindruck, wenn du mich fragst. Naja, die Arbeit ist auf jeden Fall für 2 Monate liegen geblieben und Laura's Moms taking them for the second one. So it shouldn't be too disruptive. Hä? Wer arbeitet die ganze Nacht? Was ist laut? Ich verstehe nicht genau, worum es hier geht. Es ist schön, Chris hier zu haben. Kinder bringen immer gute Vibes in so ein Haus. Und er kann nicht genug von meinen Oldschool-Konsolen kriegen. Chris ist mittlerweile ziemlich gut, den Controller zu benutzen, aber er besteht immer noch drauf, auf die CRT zu tippen, als wäre es ein Touchscreen. Aber es ist einfach schön, einen Player 2 zu haben. Ja, das kann ich verstehen. Ist ewig her, seit ich diese Spiele gespielt habe mit jemandem. Vielleicht kann ich Laura dazu überzeugen, auch mal mitzuspielen. Geht es da um die Bauarbeiten, die diese Firma angekündigt hat, die da irgendwie eine Baustelle errichtet haben? Und dann haben sie anscheinend für 2 Monate irgendwie nicht mehr weitergearbeitet oder so? Und dann haben sie den Leuten gesagt, sie sollen die Fenster geschlossen halten wegen Lautstärke, aber vielleicht war es in Wirklichkeit, weil die irgendwas freigesetzt haben. Das ist jetzt so ein bisschen, was ich mir vorstellen könnte in Bezug auf dieses Tagebuch gerade, aber ich bin sehr verwirrt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was uns das jetzt mitteilen wollte. Außer, dass es cool ist, wenn man mit Kindern Retro-Spiele spielt. So,
So, waren wir da gegenüber schon? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich laufe mal kurz hin und schaue mal kurz vorsichtshalber nach. Da ist definitiv noch eine Tür, aber die hat überhaupt kein Schloss. Ja. Ein anderes Schloss. Aha, das hat so ein Retro-Schlüsselloch. Das muss ich mir aufschreiben. Null, ups. Geh nicht kaputt, Kugelschreiber. 0114, das ist interessanterweise quasi zwei Stockwerke unter dem, wo ich mit einer Angel den Schlüssel hochangeln könnte. Okay. Altes Schloss. Wahrscheinlich lese ich das nächste Woche und denke mir, hä? Altes Schloss? Sind wir jetzt bei Resident Evil 4? Zweites Kapitel? Was ist los? Okay, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo uns der Pfeil schon seit Ewigkeiten hinführen will. Ist Resident Evil 4 einfach eigentlich Retro? Mit Anfang 30 fühl ich mich langsam alt. Also meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach wird bei sowas der Begriff Retro viel zu leichtfertig benutzt. Für mich ist nicht mal das Resident Evil 1 Remake Retro. Ich lasse mich auf eine Diskussion drüber ein, ob das Original Resident Evil 1 Retro ist. Meinetwegen. Der richtige Sound zur richtigen Zeit. Aber Resident Evil 4 ist für mich definitiv nicht Retro. Für mich ist Super Mario World noch nicht Retro. Ja, da kann ich's. I allow it. Everyone was freaking out, calling their bosses, lawyers, loved ones. But you said you didn't care. You trapped there with me, and as much sushi as you could eat. You said there was no better way to go. Family and Foch. Was the first time anyone had called me that. Family. Just the two of us. Making something from nothing. Okay, also die war mit irgendeiner Person in einem Sushi-Restaurant, wenn ich es richtig verstanden habe, eingesperrt und alle hatten Panik und haben irgendwie angerufen überall. Und das war das erste Mal, dass sie als Familie bezeichnet wurde. Was hier scheinbar sehr wichtig war. Und jetzt schauen wir mal, ob wir von hier irgendwie aufs Dach kommen. Oh, ein Telefon, Gott sei Dank. Kleiner Schlüpfling. Oh, du schon wieder. Mörder. Du hast Blut an deinen Händen. Schau mal, ich weiß nicht, was das für Dinger waren. Mörder. Kannst du aufhören, das zu sagen? Verdammt nochmal. Mörder. Wie hat sich's angefühlt? Den ersten hast du ziemlich hart geschlagen. Was zur Hölle ist das für ein Ort? Ich hab's dir gesagt. Du hättest bleiben sollen, wo's warm ist. Ich kann hier nicht sein. Ich darf hier nicht sein. Ich muss hier raus. Ich muss Sascha holen und zur Hölle hier raus. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Mörder. Also ich persönlich, aber weißt du, da gibt es halt, glaube ich, keine... Ich glaube, es gibt da keine festen Definitionen dafür, wo man das wirklich festmachen könnte. Aber für mich persönlich ist eigentlich ganz klar, dass Nintendo 64, PlayStation, die Ära aufwärts nicht Retro ist für mich. Das sind ältere Spiele, ein bisschen ältere Spiele, aber das fällt für mich nicht unter den Retro-Begriff. So Super Nintendo lasse ich mir eingehen, dass man das Retro nennt, aber so richtig im Videospielsektor würde ich eher tatsächlich so die 80er Retro nennen. Aber wie gesagt, von mir aus auch die 90er, aber
alles, was im neuen Jahrtausend dann so passiert ist, ist für mich nicht Retro. Aber I guess, das ist so ein bisschen persönliche Definitionssache. Wenn wir jetzt mal Spaß beiseite lassen. Aber ansonsten ist es eine Unverschämtheit, so moderne Spiele wie Resident Evil 4 Retro zu nennen. Für mich ist C64 Retro. Ja, genau, da würde wahrscheinlich kaum jemand widersprechen. Da kann man sich... Also, wenn C64 nicht Retro ist, dann gibt's im Videospielsektor noch kein Retro. Kann man ja theoretisch von mir aus auch sagen, dass man sagt, Videospiele als Medium sind noch so jung, da gibt's noch gar kein Retro. Meinetwegen könnte man auch sagen. Weil würde man, wenn man es jetzt mal mit Filmen vergleicht, würde man sagen, Filme aus den 80ern sind Retro? Würde man sagen, Ghostbusters ist Retro? Bestimmt sagen das viele Menschen, aber da würde ich vom Gefühl her auch noch nicht sagen, dass es Retro ist. Wisst ihr, was, glaube ich, das Problem ist, wenn ich so drüber nachdenke? Retro ist das, was passiert ist, bevor ich geboren bin. Dann ist es definitiv Retro. Und dadurch wird es ein sehr persönliches Thema, natürlich. NES aber... NES auch noch, aber Super Nintendo nicht mehr Retro, ja. Pong ist gegebenenfalls leicht Retro. Ja, ich wollte gerade sagen, Tennis for Two. Da kann man wahrscheinlich Retro sagen. Ich habe eh, da haben wir mal im Podcast, im Pixelwerk-Podcast drüber geredet kurz. Da ging es auch, ich weiß gar nicht mehr warum. Aber da habe ich schon mal die Definition von Retro gesucht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was da die Definition war. Stictionary, ah ja genau, Stictionary geht da immer gleich auf Mode. Style or fashion from the recent past. Also von aktuellerer Vergangenheit. Damit kann natürlich jetzt alles gemeint sein. Aber jetzt nicht aus dem 17. Jahrhundert. Das wäre dann nach der Definition eher nicht mehr Retro. Also wenn man sich jetzt in so Urmenschenfälle hüllt, dann ist das nicht mehr Retro. Dann ist das schon wieder, weiß ich nicht, was das dann ist. Retro-Style, bla 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 bla, Lifestyle, Trend, Kunstform aus der Vergangenheit, including Musik, Mode, Einstellungen, Popkultur. Der nostalgische Zyklus ist typischerweise... Aha, also typischerweise laut Wikipedia immer 20 bis 30 Jahre. Das heißt, nach der Definition könnte man sagen, dass theoretisch schon ab 2004 Sachen Retro sind. Okay. Da wäre dann, also nach der Eingliederung wäre dann alles zwischen 94 und 2004 heute Retro. Aber was ist dann das, was noch älter ist? Das ist dann einfach scheiß alt wahrscheinlich. Aber das stimmt doch auch irgendwie nicht, oder? Wenn 70er Jahre Mode würden wir doch schon als Retro bezeichnen, oder? Naja. Resident Evil 4 kam 2004 raus. Damn it. Genau an der Grenze. Naja, also für mich ist das nicht Retro. Aber ja, der Begriff ist offensichtlich sehr weit gefächert. So, an die Geliebten, wollte ich schon fast sagen, an die geschätzten Mieter und Mieterinnen des Hauses. Wir schreiben diese Information wegen ihren Aufenthalt hier im Gatorhouse. Wie Sie bestimmt wissen, wurde dieses Gebäude hier vor kurzem von Sherwood Estate Management gekauft und wird einige Veränderungen durchlaufen. Okay, alles klar. Wir haben hier diese Firma, diese wohltätige Firma, von der wir schon gelesen haben, die so viel Geld investiert hat in diesem Bereich. Und die haben dieses Gebäude, in dem wir uns gerade befinden, gekauft, bevor es zur Katastrophe kam. Nach diesem Kauf
Gibt's Änderungen in den Mietpreisen und so weiter? Die Living Experience wird verbessert. Das gefällt mir. Das ist so ein Marketing-Term. Das ist voll gut. We aim to enhance the living experience. And ensure the sustained quality of the premises. Aufgrund dieser Veränderung, dieser Transition, dieses Übergangs, bitte die angehängten Terms anschauen. Die Signifikanz dieser Veränderungen wird bestimmt einen Einfluss auf ihre Lebensarrangements haben, das ist uns bewusst. Wenn sie sich unfähig empfinden, durch diese abgedateten Bedingungen hier zu leben, dann respektieren wir ihre Entscheidung, eine Alternative zu suchen. Oh Gott, das ist so... Hey, wow, wisst ihr, das finde ich richtig schön geschrieben. Weil das ist basically einfach nur, hey, wir erhöhen die Mieten, verpisst euch, wenn ihr es nicht bezahlen könnt, ihr scheiß Assis. Das steht da basically drin. Aber es ist halt in so schönem PR-Sprech geschrieben, ne? Da kriegt man richtig eine Wut beim Lesen. Aber es ist richtig gut simuliert. In diesem Falle bitten wir Sie höflichst, uns darüber innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu informieren, damit die Einrichtung einer smoothen Transition durchlaufen kann. Der Übergang wird mit höchster Achtung und Sorgfalt durchgeführt für Ihren Komfort und Ihre Convenience. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation während dieser Übergangsperiode. Aufrichtig, Mike Crew. Und Crew heißt so ähnlich wie Crow aus Crow Country. Und da haben wir... Bam. Ihr wisst schon. Den Zusammenhang. Okay, hier ist irgendein großer roter Block und mehrere verschlossene Türen noch. Warte mal, habe ich eine Tür übersehen oder war die verriegelt? Da muss ich nochmal zurückgehen. Naja. Hey, herzlichen Glückwunsch auch von mir, Schwenny. Laut Wiki ist alles über 30 Retro. Aha. Ah, okay, ich habe den Text vielleicht falsch interpretiert, den ich vorher gelesen habe. Ich dachte, alles im Zeitfenster von 20 bis 30 Jahren ist Retro. Könnte aber gut sein, dass damit gemeint war, alles ab 20 bis 30 Jahre in der Vergangenheit ist dann Retro. Das würde für mich ein bisschen mehr Sinn machen. Ich nehme eine Flasche Alkohol mit, I guess. Kann ich jetzt Molotow-Cocktails machen? Oder was machen wir jetzt damit? Ah ja, die Tür ist verbarrikadiert, okay. Dann gehen wir mal weiter. Feuerlöscher? Tatsächlich, ist irgendwas. Die Feuerprozedur. 112 anrufen. Aufhören mit dem, was man tut. Die Quelle des Feuers finden. Feuer löschen. Gut, das klingt nach einem Plan. Den Guidelines auf dem Feuerlöscher folgen. Ah, im Falle eines Feuers werden sich alle Türen entriegeln, stand da gerade noch. Aber alle Hallen, Gitter fahren runter, die Rouladen gehen zu. Feuer plus Sicherheit ist Leben. Ist Feuer wirklich notwendig? Reicht nicht auch Sicherheit? Moment, aber sie sagt was dazu. Das habe ich gar nicht gelesen. Ah ja, sie liest, was auf dem Schild steht, was ich gerade vorgelesen habe. Okay.
Es sagt, im Falle eines Feuers werden alle Apartment-Türen aufgeschlossen. Das ist ziemlich dumm. Was ist, wenn ich gerade unter der Dusche bin oder so? Naja, keine Ahnung. Ist jetzt, weiß ich jetzt nicht. Da bist du halt unter der Dusche. Also ich meine, deine Dusche ist ja nicht vor der Haustür. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, es brennt. Verstehst du? Das ist irgendwie das größere Problem hier, finde ich. Ich finde das ganz gut. Ich würd safe, wenn es brennt, meinen Schlüssel nicht finden. Keine Ahnung, wo der ist. Und würde wahrscheinlich sterben, bevor ich meine eigene Haustür aufsperren kann. Deswegen finde ich das ganz gut. Hä? Ich kann den nicht benutzen. Keycard Reader ist blocked by some growth. Okay, irgendwas ist über den Keycard Reader gewachsen. Aber jetzt pass auf. Ich habe hier ein Feuerzeug. Bringt nichts. Ich habe ein Hammer. Bringt auch nichts. Ich habe Alkohol. Bringt auch nichts. Kann ich... Nee, ich kann den Alkohol nicht mal kombinieren. Okay, na gut. Das ist auch ziemlich zugewuchert. Das kriegen wir auch nicht auf. Hope this is not Chris's blood. Ich hoffe auch. Das wäre ungünstig, wenn Chris hier wäre. Eigentlich wäre es ziemlich gut, wenn Chris hier wäre. Der würde einfach alles wegboxen an Monstern. Aber... Oh... Das sieht schlecht aus. Okay, aber jetzt schütte ich hier meinen Alkohol aus und zünd das ganze Zeug hier an, oder? Let's go! Nein. Das ist schade. Ha, dann kommen wir hier nicht weiter. Ich verstehe. Da schütte ich jetzt Alkohol in den Mülleimer voller Papiertücher. Jawohl. Und jetzt zünden wir das Zeug an und dann brennt's. Und dann öffnen sich alle Türen, weil da oben ein Feuermelder ist über der Mülltonne. Das ist wieder ein logischeres Rätsel als die Batteriesäure, finde ich. Let's go. Genau, aber dafür schließt sich jetzt unser einziger Ausweg. Okay. Worum geht's hier? Danke, Slenderax. Leroy Jenkins rufe ich auch, während ich jetzt hier durchgehe. Das ist basically Cyberpunk Silent Hill. Wir sind auf der Suche nach einer Freundin in so einem Apartmentblock abgestürzt mit unserem Flugauto versehentlich. Irgendwie sind hier weirde Monster. Scheinbar ist irgendeine Rogue-KI auch noch unterwegs. Wissen wir alles noch nicht genau. Irgendwas mit einer bösen Firma, die hier ihre Hände im Spiel hatte. Und, habe ich schon Monster erwähnt? Gehen wir mal ans Radio. James, das Wasser funktioniert schon wieder nicht. Schon wieder? Es kommt nur so ein bisschen Sprüh raus und das stinkt. Oh, komm schon, ich muss wirklich pinkeln. Kannst du die anrufen? Okay, wir müssen jetzt ernsthaft noch 2 Tage warten, um das Wasser wieder zum Laufen zu kriegen. Ich muss morgen arbeiten, ich muss mir die Haare noch waschen. Wir haben noch ein paar Flaschen übrig. Gib mir eine Stunde oder so, dann geht's wieder. James, ich stinke. Ja, es sollte wahrscheinlich auch nicht die Farbe haben. Ach so, nicht ich stinke, das Wasser stinkt. Okay, ich rufe morgen nochmal an. Ich wünschte, wir wären nie in diese scheiß Stadt gezogen. Empfange ich da irgendwie Echos aus der Vergangenheit oder sowas? Soll das darstellen? Oh, Stäbchen. Warum schubt die Kamera so an die Stäbchen?
Alte Stäbchen könnten nützlich sein. Okay. Wir nehmen die Stäbchen mit. Damit kann ich... Warum sieht sie die Stäbchen und denkt sich, oh, das könnte nützlich sein, das nehmen wir mit. Den Gedanken, den sie da hat, den würde ich gern verstehen. Okay, ich glaube, die Wand, die soll nicht so sein. Wir sind jetzt, glaube ich, ein Zimmer weitergegangen wahrscheinlich, oder? Hammer Time! Okay, ein Sicherungskasten. Aha, guck mal, auf dem Zettel steht die Lösung. Das ist so, das ist das Resident Evil Rätsel, oder? Mehrere Schalter, alle erhöhen irgendeine Nadel um so und so viel und ich muss die richtigen Schalter drücken, damit die Nadel genau jetzt hier auf 600 landet. Das ist die Mutter aller Survival Horror Rätsel irgendwie, oder? Okay, jetzt passt auf. Ich mach mal hier so. Dann sind wir viel drüber, aber ich kann auch wieder ein bisschen was runter machen. Ja, aber nicht genug. Nee. Das sieht gut aus. Ah, 50 drüber. Ey, ich komme ein bisschen drüber oder drunter. Okay, ich mach mal alle nach oben und jetzt passt auf. Das sieht interessant aus. Auch möglich. Warte mal, der und der? Ah, nee. Das ist wieder viel zu viel. Oh, das ist gar nicht so leicht. Das gibt's ja nicht. Wartet mal, da fehlt aber auch ein Schalter. Könnte es sein, dass ich das Rätsel nicht lösen kann, bevor ich nicht den passenden Schalter hier noch finde? Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt wartet mal kurz. Der Schalter hier, das geht jetzt von 200 auf 650. Der erste Schalter, ich brauche mal einen Zettel. Der erste Schalter macht quasi 450. So, der zweite Schalter macht von 200 auf 500, schätze ich mal. Oder der zweite Schalter sind wahrscheinlich 300. Der Schalter hier ist super. Der macht so gut wie gar nichts. Das sind wahrscheinlich eher so 50. 350 auf 500, also 150. Und der da unten macht irgendwie auch nur 50, schätze ich mal. Theoretisch müsste ich mit den beiden Schaltern auf 600 kommen, aber das stimmt halt nicht. Weil ich auch nicht verstehe, was jetzt ein und was aus ist. Hä? Ja, nee, nach meiner Rechnung müssten die beiden auf 600 kommen, aber die sind drüber. Okay, ich schätze mal, das geht noch nicht. Ja, alle auf 0 ist nicht so leicht, weil irgendwie ist bei manchen oben aus und bei anderen nicht. Das ist nochmal interessant. Warte, ich mache mal noch Pfeile dazu. Bei dem ist oben aus. Bei dem hier ist auch oben aus. Bei dem hier ist aber unten aus. Bei dem hier ist oben aus. Und bei dem hier ist auch oben aus. Das heißt, der hier ist verkehrt rum. Jetzt ist alles aus, quasi. Und ich dachte, die beiden kommen auf 600, aber es stimmt halt nicht, weil die eben nicht immer genau 50er-Schritte machen. Das ist das Problem. Der ist halt in Wirklichkeit eher so 475 oder sowas in der Richtung, ne? Der ist dann eher so 125 oder so. Oder eher 75 auch. So klappt das nicht.
Nee, ich glaube wirklich, mit den Schaltern, die wir jetzt zur Verfügung haben, können wir noch nicht auf 600 kommen. Ich schätze, da fehlt wirklich ein Knopf. Oder? Kann ich hier die Stäbchen benutzen? Ich kann hier die fucking Stäbchen benutzen. Ach, come on. Und dann haben wir 600. Die Stäbchen. Okay, wir sind jetzt aber auf 600, ne? Nee, Quatsch, wir sind überhaupt nicht auf 600. Stimmt überhaupt nicht. Ey, danke für den Raid. Kai from the Vault. Hi. Schön, dass ihr da seid. Willkommen. Die Stäbchen machen nur ein bisschen was, aber dann passt auf, dann weiß ich jetzt, glaube ich, die beiden, aber den dann nicht. Ja. Ist das... Sind wir auf 600? Ist das 600? Scheinbar nicht. Oh, das ist aber ein bisschen gemein. Guck mal, das ist doch schon sehr 600, oder? Nee, also ohne den geht's nicht. Ja, jetzt sind wir aber safe 600. Jawohl, Aufzug funktioniert. Strom. Looks like that did the trick. That did the trick. Guckt euch das an. Wo sind wir jetzt? Okay, ganz am Ende irgendwie. Der Pfeil zeigt in die Richtung. Keine Ahnung. Da ist ein Zettel. Elektriker-Notiz. Chasey. Der Aufzug aufzugt nicht. nimm das Ding endlich permanent außer Betrieb. Man kann es nicht mehr reparieren. Wenn da jemand eingesperrt wird, dann dreh den Schalter so lange, bis die Anzeige mit dem Bild, das ich gemacht habe, übereinstimmt. Guck mal, da ist die Lösung für das Schalterrätsel aufgezeichnet. Jetzt sehe ich's. An, an, aus, aus, an, aus. Naja, gut. Haben wir auch ohne geschafft. Da ist ein großer viereckiger Knopf. Den musst du dann drücken, wenn die Anzeige passt. Im Ernst, aber wirklich im Ernst, das ist eine Todesfalle. Okay, nice. Ich frage mich, ob das jetzt die Zustände waren, bevor diese Firma das Ding hier übernommen hat, oder ob das Haus in dem Zustand war, nachdem die Firma das übernommen hat, ne? Das ist jetzt die Frage hier. Ich möchte noch mal kurz zurück zu dem Raum, in dem man speichern konnte. Wir haben jetzt nämlich theoretisch den Aufzug, aber gäbe es hier nicht noch was zu erkunden? Ne, hier geht es nicht weiter. Na gut, okay. Ne, dann gibt es eh nur den einen Weg, dann ist eh alles gut. Aber dann speichere ich hier nochmal kurz schnell. Jo, gute Nacht. Schlaft gut. Der tut nicht aufzugen tun, ja genau. Hier ist noch irgendein Zahlenschloss. Keine Ahnung, wie die Kombination ist. Nee, ich eben auch nicht. Na komm. So, und jetzt fahren wir aufs Dach und das Spiel ist durchgespielt. Hä? Es gibt nur zwei Knöpfe, oben und unten. Kann man da immer nur ein Stockwerk fahren? Weirder Aufzug. Weirder Aufzug.
Okay, na wunderbar. Jetzt sitzen wir in der Todesfalle. Davor wurden wir gewarnt. Seriously, was passiert? Aha, wir fahren weiter. Ich gehe ein bisschen von der Tür weg, glaube ich. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Oh, okay. Sind wir wirklich auf dem Dach? Da wollten wir doch hin. Perfekt. Ist das der Knochenmann? Ein unterernährter Mann mit offenen Wunden im Gesicht steht vor mir. Ja, er steht über der Straße 8 Stockwerke in der Luft. Verlagert sein Gewicht nach vorne in einem stillen Rhythmus. Oh, ich muss jetzt was sagen. Das geht ziemlich weit nach unten. Vielleicht solltest du von der Kante weggehen. Ein paar Sekunden, dann wär's vorbei. Er schaut auf eine alte Analoguhr. Ich würde mich wundern, wenn die noch funktioniert. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht gut in sowas. Ist das dein Zelt? Is that your tent? Not mine. Nein, nicht meins. There are others? Gibt's noch andere? Andere Menschen, meine ich. Not anymore. Nein, nicht mehr. Did you grow up here? After the collapse? Bist du hier aufgewachsen nach dem Zusammenbruch? Mutter hat auf uns aufgepasst. Deine Mutter? Hat sie... Unsere Mutter. Okay, ich frage ihn lieber nicht nach Details. Ich frage lieber nicht hinterher. Ich bohre nicht nach. Der Mann ist ganz klar instabil. Wenn ich die Vergangenheit heraufbeschwöre, könnte das schlecht laufen. Er steht nur wenige Zentimeter von einem tödlichen Fall entfernt. Ich muss jetzt meine Worte gut wählen. Ich glaube, ich frage einfach nach seinem Namen, weil there is more to life than this und böse Dinge, schlimme Dinge passieren, aber die Zeit kann alles heilen. Der wirkt nicht so, wisst ihr? Der ist ja in der Postapokalypse aufgewachsen und seine Familie wurde von Monstern gefressen. Das wirkt, diese Plattitüden finde ich gerade sehr, also ich würde, wenn ich eher wäre, sauer werden, wenn jemand in der Situation so mit mir redet. Deswegen frage ich einfach, hey, wie heißt du eigentlich? Ich möchte nicht erinnert werden. Okay, sein Ton hat sich verändert. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Es war ziemlich dumm von mir, überhaupt mit ihm reden zu wollen. Sorry. I shouldn't have asked. Er antwortet nicht. Ich kann die Anspannung in seinen Schultern sehen, wie sie sich aufbauen. Seine Haltung wird steifer. Er atmet lauter mit jedem Ausatmen. Er guckt wieder auf seine Uhr, seine Armbanduhr. You're wasting time. Du verschwendest Zeit. Try Radio. Ihn einfach ignorieren und mein Radio benutzen. Wir haben bessere Chancen, wenn wir zusammenarbeiten, stimmt, aber weißt du, wenn er halt nicht mehr leben will, dann will der auch nicht mit uns zusammenarbeiten. Deswegen frage ich einfach, warum er immer auf die Uhr guckt. Why do you keep checking your watch? Are you waiting for someone? Doesn't work. Die Uhr funktioniert nicht, ja. Broken. Kaputt. Just like everything else. So wie alles andere auch. But you keep checking it. Aber du schaust doch immer wieder drauf. I told you. Ich hab dir doch gesagt, sie funktioniert nicht. Okay, mein Radio blimpelt und flimpelt.
Irgendjemand versucht, mich zu kontaktieren. Es könnte Tech sein. Soll ich ans Radio gehen oder nicht? Oh Gott, das ist jetzt voll mies. Meint ihr, der bringt sich um, wenn ich ans Radio gehe? Meint ihr, ich kann den überhaupt retten? Soll ich das Radio ignorieren? Aber es könnte meine einzige Hoffnung sein, gerettet zu werden. Ich ignoriere das Radio jetzt mal. Ich mach's. Ich ignoriere das Radio. Ich kann später immer noch anrufen. Du solltest drangehen. Könnte wichtig sein. Ich würde dich lieber von dieser Kante wegkriegen. Na gut, wie du meinst. Spring da. Nee. Okay. Okay, gut. Glaubst du wirklich, es gibt einen Weg hier raus? Ein schrilles Piepen und dann ein Krächzeln, statisches Näuseln. Unter der Noise hören wir eine familiäre Stimme. Es ist Tex. Tex, ich brauche deine Hilfe. Okay, ich kann dich nicht hören, die Verbindung bricht ab. Okay, das Radio verliert den Kontakt und die Stimme verschwindet und man hört nur noch Rauschen. Wenn du noch hören kannst, geh unterirdisch. City Link West. Okay, irgendwie unter der Erde. Keine Ahnung. U-Bahn-System. Züge. Danke für den Follow. Mesklin. Nicht mehr, hat er gesagt. Tex, hörst du mich? Das Radio verstummt. Hi, Jutik. Okay, jetzt sind wir ganz hoch, jetzt gehen wir ganz runter. Nehmen wir den jetzt mit? Haben wir jetzt wirklich einen Koop-Partner? Das wäre cool. Kann er eine Waffe kriegen? Guck mal, da stand gerade auf dem Zettel. Ich hab's gesehen. Kann ich mit dem jetzt interagieren? Kommt der mit? Auf dem Zettel stand gerade der Code für die Tür unten wahrscheinlich. Eine zerrissene Notiz liegt auf dem Tisch. Die nehmen wir mit. Und da steht was drauf? 8-0. Where's everyone going? Bingo? Ich erschrecke mich jedes Mal so. Slenderex, dankeschön für die Bits. Ich erschrecke mich jedes Mal so, wenn so Sounds eingespielt werden, wenn ich so ein Gruselspiel spiele. Weil ich mir denke, oh Gott, was passiert denn jetzt? Was habe ich denn jetzt ausgelöst? Was habe ich jetzt getriggert? Und dann kommt nur Leon rein und sagt, wo sind alle hin? Bingo! Und dann geht er wieder vom Dach. Wo ist denn jetzt die Notiz, die ich gerade aufgehoben habe, verdammt? Da ist nichts mehr. Ach so, warte mal, ist das ein Item, das ich jetzt hier habe? Ja, Gott sei Dank. 8053. Okay. Okay. Und du kommst jetzt wirklich mit mir mit, aber unbewaffnet, oder was? Ja, aber was, wenn er der Knochenmann ist? Haben wir da mal drüber nachgedacht? Oder der Eisenrohrmörder? Wir wissen nicht, ob der Knochenmann und der Eisenrohrmörder die gleiche Person sind, aber er könnte eine von beiden oder beide sein. Er ist der Letzte, der überlebt hat. Fällt mir jetzt erst ein, ne? Warum? Wie ist er nicht verhungert im Vergleich zu allen anderen? Versteht ihr? Das aber ich muss jetzt mal schnell die Katze rauslassen. Moment. Also möglicherweise haben wir hier einen Kannibalenmörder gerettet. Ich meine, die Umstände sind auch nicht nice gewesen, muss man fairerweise sagen. Ich denke mal, die Mother, von der geredet hat, wahrscheinlich hat irgendwie eine KI irgendwie die Kinder, die überlebt haben, großgezogen. Und das war so eine Herr-der-Fliegen-Situation. Alle Erwachsenen waren tot oder so und sind dann zu Monstern geworden und die Kinder haben irgendwie so überlebt oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er dieser Retro-Videospiel-Kind, von dem wir gelesen haben. Okay.
Moment, aber wie lange ist die Welt hier schon untergegangen? Moment, kommt der jetzt nicht mit? Bleibt der auf dem Dach? Wollen wir nochmal reden oder so? Kann ich irgendwas machen? Ich kann irgendwie nicht mit dem interagieren, so wirklich, ne? Ich kann dem auch keine Items geben jetzt, weil der sieht auch verletzt aus. Ich kann es benutzen, aber... Naja, ich schätze mal, der kommt nicht mit. Keine Ahnung. Vielleicht in Cutscenes. Ah, oh Gott. Teleportationskerl teleportiert. Okay, alles klar. Okay, der Ort war mal voller Leben, jetzt gibt's nur noch uns. Hallo, Arthromorphic. It's getting dark. We should hurry. Warum? Was passiert, wenn es dunkel wird? Da stand gerade Autosave, ne? Ich glaube, der hat gerade gespeichert. Die Frage ist, kann ich die Autosaves laden oder sind die Autosaves nur temporär, wenn ich sterben sollte? Ich weiß es nicht. Deswegen renne ich jetzt nochmal ganz kurz zurück, um zu speichern. Weil nicht weit von hier ist ein Telefon. Ich bin irritiert, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt aus dem Gebäude hier rausgehen. Weil... Wir haben noch eine Tür mit einem alten Schloss, die wir nicht öffnen konnten, und einen Schlüssel in einem Loch, den wir nicht hochangeln konnten. Und ich hätte jetzt aber auch keine Items im Inventar, wo ich sagen würde, da versuchen wir jetzt nochmal das hochzuangeln oder sowas. Also entweder habe ich irgendwas übersehen oder wir kommen nochmal hierher. Kann ja gut sein. So ein Timeskip und dann kommen wir wieder rein und dann ist die Kacke so richtig am Dampfen und alles ist noch mehr überwuchert oder irgendwie sowas. Könnte schon sein. Aber ich muss sagen, also das Spiel bewirbt sich selber als Kurzgeschichte und für eine Kurzgeschichte ist es jetzt schon ziemlich lang. Es sieht nämlich nicht so aus, als hätten wir es jetzt gleich durchgespielt. Wenn es jetzt auf dem Dach zu Ende gegangen wäre, das wäre eine Kurzgeschichte gewesen. Das ist wie mit dem Retro-Begriff. Bis wann? Bis wie? Wie lange darf eine Geschichte sein, um eine Kurzgeschichte zu sein? Ich finde, 3 Stunden ist für eine Kurzgeschichte lang. Aber es ist auch ein Videospiel. I hope it's not Chris's blood. Und Videospiele sind schon ein bisschen länger als Filme oder sowas, ne? Aber sagen wir mal, ihr würdet ein Buch lesen. Stellt euch mal vor, ihr würdet ein Buch lesen. Und ihr würdet 3 Stunden dran lesen. Das ist keine Kurzgeschichte mehr. Aber gut. Haben wir Zombies auf der Straße kaputt. Moment. Ist das der Arm von dem Kerl, der sich hier gerade wegschlängelt? Oder was ist das? Soll das so sein? Warum ist da irgendein Wurm? Okay, ich habe keine Ahnung, was das soll, aber ich lasse es einfach schlängeln. Wir haben davor noch ein Monster zu verprügeln. Warum fallen da Steine von dem Dach? Oh, da hinten ist ein Monsterhund auch noch. Oh, shit. Moment, ist das gar kein Monsterhund? Ist das ein normaler Hund? Es könnte sein, dass das einfach ein normaler Hund ist, ne? Warum sind da Schlangen und Hunde? Ich meine, warum nicht? Vielleicht sind die nicht betroffen von was auch immer die Menschen hier verwandelt. Aber ich dachte schon, da kommt ein Gegnerhund auf mich zugelaufen. Das wäre gemein gewesen. Jetzt muss ich mal gucken. Ist das wirklich ein normaler Hund? Ich finde ihn nicht mehr. Aber vermutlich war das einfach nur so ein Environment-Deko-Hund. Aber der ist direkt auf mich zugekommen. Ich habe mich ganz schön erschrocken. Okay, ich höre einen Kampf. Ah, es ist ein Monsterhund. Definitiv ein Monsterhund.
Der hat sich nur netterweise nicht in den Kampf eingemischt. Jetzt läuft er weg. Ich hasse den. Den hasse ich jetzt schon. Ich nehme die Pistole mal. Hi, Ralf. Der Begriff Kurzgeschichte ist verwirrend, weil er über die zeitliche Angabe nichts aussagt. Per Definition ist eine Kurzgeschichte eine Geschichte mit offenem Anfang und offenem Ende. Okay, dann, wenn das so ist, habe ich das komplett falsch interpretiert. Okay, da stecken irgendwelche Würmer in dem Hund drin. Also anscheinend haben wir hier irgendwie so eine Parasitengeschichte oder sowas. Dann ist diese komische Schlange wahrscheinlich auch aus dem Monster rausgekommen. Guck mal, hat die gefesselte Hände oder sowas? Irgendwas hat die in der Hand. Oder in den Händen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich die einfach stehen lassen, aber ich hau die jetzt einfach alle kaputt. Oh Gott, das ist irgendwas Größeres. Aber irgendwie tut's nichts. Neuer Gegner. Aber er wirkt harmlos. Oh, von wegen. Stinky-Nebel. Und ganz schön zäh. Kann ich den überhaupt töten? Ja, kann ich. Ja, da sind definitiv irgendwelche Würmer in denen drin. Okay, alles klar. Wir haben Parasiten oder sowas. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. In den Untergrund sollen wir, aber wie, wo? Hier ist alles gesperrt. Von da kommen wir, glaube ich, oder? Naja, ich schätze mal dann, wie gehen wir, da, Moment, da lang? Nee. Da lang. Scheiß Wetter aber auch, ey. Oh, viel Pistolenmunition. Und sogar noch eine Munitionsbox. Ich frage mich, ob der Loot in den Boxen random ist. Je nachdem, was ich gerade brauche und von was ich am wenigsten habe. Würde Sinn machen. Heilspray, wie geht's uns eigentlich? Wir wurden immerhin von dem Hund gebissen. Immer noch okay. Caution steht da, also Vorsicht. Aber wir sehen jetzt noch nicht schwer verwundet aus. Oh, Pfeile. Kriegen wir noch eine Armbrust? Kann ich die Pfeile dann wiederverwenden oder was? Ein Lederköcher, aber der Bogen fehlt. Aber die einzelnen Pfeile, die da drin stecken, kann ich nicht mitnehmen. Könnte sein, dass das auch ein Quest-Item ist, ne? Muss nicht unbedingt Munition für eine Waffe sein. Haben wir mal die Monster hier. Aber schon irgendwie auch dickere und mehr verfallene, habe ich das Gefühl, gegen die wir schon gekämpft haben. Aber die machen vom Verhalten her nicht wirklich einen Unterschied. Vielleicht nur verschiedene Modelle für den gleichen Gegnertypen. Ist schon noch okay. Können wir schon noch eine Runde baden. Yeah.
Also das Kampfsystem ist jetzt nicht super gut oder sowas, ne? Aber es funktioniert, finde ich, zum Beispiel deutlich besser als in den echten klassischen Silent Hill-Teilen, an dem es ja angelehnt ist, würde ich schon behaupten. Da ist schon wieder so ein Wurm. Ich hätte ein bisschen Angst, dass die uns anstecken. Liegt da Loot im Eck? Seht ihr das? Nee, ich glaube, das ist nur... Oder? Aber ich komme da eh nicht rein. Doch, komme ich. Nee, das ist nur ein komisch beleuchtetes Hauseck. Na gut. So, lass mich mal nochmal kurz auf die Karte gucken. Hier geht's irgendwie in den Wald oder so. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Ist das ein Wald? Ja, sieht so aus, ne? Oh, Telefon. Nice. Können wir nämlich speichern. Du holst dir da draußen noch den Tod. Ekelhaftes Wetter. Warum rufst du mich immer wieder an? Zu deinem eigenen Wohle. Ich habe gesehen, dass du einen Freund gemacht hast. Ja, und wir verschwinden hier. Solltest du besser auch, wenn du weißt, was gut für dich ist. Sie kennen dich nicht so, wie ich es tue. Nicht wirklich. Was? Du kennst mich nicht. Verdammt, warum rede ich überhaupt mit dir? Holloway. Was hast du gesagt? Holloway. Woher kennst du meinen Namen? Mika, Mika. Warum übersetze ich das eigentlich? Woher zur Hölle weißt du meinen Namen? Du verhältst dich irrational. Ich verhalte mich der Situation angemessen perfekt rational. Wer bist du? Wer hat dich da drauf angesetzt? Du machst deinem neuen Freund Angst. Ich speichere jetzt. Und da machen wir für heute Schluss. Da ich den Begriff Kurzgeschichte falsch interpretiert habe, ist das Spiel anscheinend länger als ich dachte. Und wir werden heute nicht fertig. Aber macht nix. Wir haben noch ein paar Bonus-Streams vor uns, bevor andere Spiele erscheinen, die ich auch gerne im Stream spielen würde. Unter anderem natürlich zum Beispiel das Silent Hill 2 Remake. Wann erscheint das gleich nochmal? Lass mich mal schnell gucken. Silent Hill 2 Remake Release. Das erscheint nämlich erstaunlicherweise nicht Halloween, was ich nicht verstehen kann. Am 8. Oktober. Ein bisschen haben wir da noch, aber es erscheint auch, aber das danach erst, glaube ich. Fällt mir der Name gerade wieder nicht ein. Anderes, kleineres Indie-Horror-Spiel, das mich auch schon sehr lange interessiert. Aber ja, da haben wir Zeit. Nee, dann spielen wir das nächste Woche nochmal weiter, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und dann gucken wir mal. Bis jetzt macht es ja irgendwie einen ganz coolen Eindruck, finde ich, oder? Hello, Body. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, für Subs, für Bits, für alles. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag 19 Uhr mit Fallout 2 und Resident Evil Outbreak wieder. Bis dann, gute Nacht. Tschüss.